Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring. Heute wieder zu einem Thema, das uns bisher am öftersten in dieser Sendung beschäftigt hat, Corona. Seit letzter Woche haben wir ja Klarheit darüber, wie die kommenden Öffnungsschritte aussehen werden und mehr oder weniger Klarheit darüber, wie es mit der Impfpflicht weitergeht, sprich wie sie umgesetzt wird. Heute wollen wir das aktuelle Krisenmanagement auf den Prüfstand stellen und gleichzeitig über die weitere mögliche Entwicklung diskutieren. Auch Themen wie Long-Covid oder die wirtschaftlichen Folgeerscheinungen und Kollateralschäden sollen dabei nicht zu kurz kommen. Folgende Abgeordnete begrüße ich als unsere heutigen Gäste. Philipp Kucher von der SPÖ, herzlich willkommen. Ralf Schallmeiner von den Grünen, ebenfalls herzlich willkommen. Danke. Von der ÖVP, Gabriela Schwarz, herzlich willkommen. Und Erwin Angerer von der FPÖ, ebenfalls herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wenn Ihnen jetzt die Vertreterin der NEOS fehlt, dann sind Sie aufmerksam und haben außerdem völlig recht. Fiona Fiedler hätte zugeschaltet sein sollen. Sie wurde vor wenigen Tagen positiv getestet und war zunächst symptomfrei. Allerdings hat sie heute doch ist sie so weit beeinträchtigt, dass sie kurzfristig absagen musste. Wir wünschen ihr auf diesem Weg baldige und gute Besserung. Außerdem freue ich mich auf diese beiden Experten und darf sie ebenfalls gleich vorstellen und herzlich begrüßen. Nicolas Popper, Modellrechner von der TU in Wien und die Virologin von der Medizinischen Universität Innsbruck, die Sie auch natürlich schon bestens kennen, Dorothee van Laar. Danke, dass Sie beide da sind. Vor ziemlich genau 2 Jahren gab es in Österreich konkret in einem Hotel in Innsbruck die ersten Corona-Fälle. Danach kam Ischgl und der Rest ist leider eben noch nicht Geschichte. Wir alle erinnern uns an den ersten Lockdown, aber wenn man versucht, diese 2 hinter uns liegenden Corona-Jahre Revue passieren zu lassen, dann fällt das gar nicht so leicht. Im Folgenden helfen wir Ihnen auf die Sprünge und auch für uns hier zur Erinnerung und zur Einstimmung die Chronologie der Corona-Krise in Österreich samt Einschätzungen der Politik und der Bevölkerung. Februar 2020. Erste bestätigte Fälle von Covid-19 tauchen in Österreich auf. Ein Paar in Innsbruck wird positiv getestet. Das Virus breitet sich aus. 13. März 2020. Die Corona-Pandemie ist in Österreich angekommen. Unser Ziel ist es, dass wir bis spätestens ab Montag die sozialen Kontakte in Österreich massiv reduzieren. 3 Tage später, am 16. März, beginnt der erste Corona-Lockdown in Österreich. Und auch knapp 2 Jahre später ist Covid-19 das bestimmende Thema geblieben. Naja, verändert hat schon finanziert, weil ist alles teurer geworden und ist nicht das Freiheit das, was es früher gewesen. Es hat sich ganz viel getan, es hat sich natürlich das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Feiern, Freunde treffen und so weiter, vieles hat alles nicht mehr statt. Man merkt das natürlich psychisch, dass sich einiges ändert. Es macht schon was mit einem, also es verändert, wenn du dich nicht mehr, wenn du dir nicht mehr die Hand geben kannst, wenn du dich auch nicht mehr siehst, sondern nur hinter der Maske sozusagen. Die Pandemie dauert bereits länger als zuerst gehofft. Im August 2020 kündigt der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz gewohnte Normalität für den Sommer des kommenden Jahres an. Er hoffe, dass bald Impfungen zur Verfügung stehen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Doch der Herbst 2020 bringt erneut steigende Fallzahlen und eine 2. Krankheitswelle, die weit über das Ausmaß der ersten Welle hinausgeht. Expertinnen und Experten warnen, das Gesundheitssystem sei an seiner Belastungsgrenze angekommen. Ab Dienstag, den 3. November 0 Uhr bis Ende November wird es zu einem 2. Lockdown in Österreich kommen. Am 27. Dezember 2020 treffen endlich die viel erwarteten Impfstoffe ein. Die Pensionistin Theresia Hofer erhält als erste Österreicherin eine Impfung gegen das Coronavirus. In den folgenden Monaten steigt die Impfquote in Österreich an. Mit Anfang Juni 2021 hat mehr als die Hälfte aller über 12-Jährigen zumindest den ersten Stich erhalten. Auch die Situation im Gesundheitssystem entspannt sich.
Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Diese Aussage des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, Journalistinnen und Journalisten gegenüber, macht Anfang Juli 2021 die Runde. Doch die Zahl der Infektionen steigt nach den Lockerungen erneut. Die Ampelkommission sowie das Covid-Prognosekonsortium warnen vor einer vierten Welle aufgrund der Delta-Variante, die auch eintrifft. Die vierte Welle trifft uns hart. Die Experten sagen uns einhellig, was wir jetzt brauchen, sind effektive Maßnahmen. Deshalb als Sofortmaßnahme der Lockdown für Ungeimpfte. Am 19. November 2021 kündigt die Regierung neben einem weiteren Lockdown für alle sowie andere Maßnahmen eine allgemeine Impfpflicht an. Wir haben daher uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres 2022 gelten. Via Aussendung konstatiert FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der zu diesem Zeitpunkt selbst positiv auf Covid-19 getestet worden ist: Österreich ist mit heutigem Tag eine Diktatur. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sind im Winter an einem Höhepunkt angekommen. Seit dem Frühjahr 2020 finden regelmäßig Demonstrationen statt. Zunehmend scheinen die Meinungen gespalten, angesichts der Frage, wie umgehen mit dem Virus und der Corona-Krise. Ich habe die Maßnahmen immer verstanden und mitgetragen, aber die Kommunikation, daran ist ein bisschen gescheitert. Nach 2 Jahren kommt natürlich die Frage, wie verhältnismäßig sind die Maßnahmen teilweise noch. Ich würde mir wünschen, dass, wenn ich das so sagen darf, Weihnachten ist schon vorbei, Ostern kommt erst, aber dass wir doch gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam das Wahrnehmen, das Angebot der Impfung, weil aufgeklärt wird ja. Die Impfpflicht. Das ist Sache für dumme Leute einfach, weil der, was sich impfen lassen will, soll sich impfen lassen. Und der, was sich nicht impfen lässt, der lässt sich halt nicht impfen. Gemeinsam an einem Strang ziehen, hat diese Dame soeben gesagt. Dieser Appell ist in den vergangenen 2 Jahren allzu oft ungehört verhallt. Zu tief sind offensichtlich die Gräben, vor allem zwischen Impfbefürwortern und Gegnern inzwischen. Gräben, die manche Politiker freilich durchaus noch gerne vertieft sehen. Herr Angerer, Ihr Parteiobmann, den wir gerade gesehen haben, hat in diesem Beitrag von einer Diktatur gesprochen. Österreich als Diktatur. Fühlen Sie sich tatsächlich als Abgeordneter in einer Diktatur, und warum können wir dann heute nicht nur öffentlich über all diese Themen diskutieren und Sie im Parlament ja auch abstimmen? Ja, Groß, ich habe eigentlich mit der Frage gerechnet, und wenn Sie sich heute, und das haben Sie sich sicher auch angeschaut, anschauen, welche Länder auf dieser Welt eine Impfpflicht, die Menschen zum Impfen zwingen, welche Länder das da sind, dann sind das durchwegs Diktaturen. Da reden wir von Turkmenistan, da reden wir von Mikronesien. Es gibt in Europa noch den Vatikan und dann Österreich, wo man auf die Idee kommt, dass man Menschen zum Impfen zwingen möchte. Und da fühlt man sich schon in einer Diktatur, wenn die Grund- und Freiheitsrechte jedes Einzelnen so eingeschränkt werden, dass er über seinen eigenen Körper und die Unversehrtheit seines Körpers nicht mehr selbst entscheiden darf. Und das mit einem Impfstoff, der einfach zu wenig erforscht ist, aus vielerlei Hinsicht, vor dem viele Menschen einfach Angst haben und dazu genötigt werden und gedrängt werden von einer Regierung, sich impfen zu lassen. Herr Kucher, auch die SPÖ muss sich ja gefallen lassen, in der Pandemie mehr spaltend als einend aufgetreten zu sein. Wenn man sich die Alleingänge Wiens etwa vor Augen führt, aber auch innerparteilich, haben Sie selten mit einer Zunge gesprochen, Beispiel Doskozil versus Rendi Wagner. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, und die Dame hat recht gehabt. Es war gerade in der ersten Phase, glaube ich, parteiübergreifend so, und wir alle, wie wir heute hier sitzen, können uns, glaube ich, an diese Phasen noch erinnern, wo wir gesagt haben, das ist eine riesengroße Bedrohung, die wir alle nicht einschätzen können, und es ist wichtig, dass wir alle miteinander versuchen, das Beste zu geben und miteinander diese Krise zu meistern. Und das hat, glaube ich, gerade auch die ersten Wochen und Monate ausgemacht, und wir haben dann leider, und das sind dann auch diese Abgründe der Politik, eine Phase erlebt, wo es halt
eine zunehmende Polarisierung gegeben hat in der Gesellschaft, aber betrieben von der Politik. Und auf der einen Seite hat es einen Bundeskanzler gegeben mit Sebastian Kurz, dem es wichtiger war, seine eigene Ego-Show voranzutreiben, dem es oft wichtiger war, PR zu betreiben als gutes Krisenmanagement. Und auf der anderen Seite hast du dann mit Herbert Kickl einen Politiker gehabt, als ob nicht das Krisenmanagement der Regierung schon schlimm genug gewesen wäre und es nicht genug Punkte gegeben hätte, die man auch zu Recht kritisieren kann, der dann Geschichten geruckt hat, der Märchen erzählt hat und die Wahrheit dann Dinge behauptet, wie ein paar Bitterstoffe und Sonnenstrahlen reichen und dieses Mittel gegen die Krätze würde auch helfen. Also das war schon eine Mischung von zwei Politikern, Kurz und Kickl, die miteinander ganz, ganz viel auch an Spaltung betrieben haben. Und wir haben in der SPÖ versucht, immer konstruktiv mitzuarbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was auch wir sozusagen auch belegen können. Dass wir gesagt haben, wenn es sinnvolle Maßnahmen gibt, die Menschenleben retten, sind wir selbstverständlich mit dabei. Und wenn es leider, und das können wir ja sozusagen auch ausführlich diskutieren, Regierungsversagen gibt, wenn es einen Zickzackkurs gibt, wenn es ein Chaos gibt und Streitigkeiten in der Regierung, dann haben wir uns auch zu Wort gemeldet und das thematisiert. Aber normalerweise ist eine Krise keine Situation, wo man sich gegenseitig diskutieren und streiten sollte. Aber dieser Kurs ist leider in Österreich kaputt gemacht worden durch die Inszenierung von Sebastian Kurz und dann Kickl, der dann irgendwann gedacht hat, er braucht diese Polarisierung aus Angst vor dieser MFG, die sich jetzt gegründet hat. Mhm. Frau Schwarz und Herr Schallmeiner, wie tief ist denn der pandemiebedingte Riss in der Koalition? Gründe, warum Türkis bzw. Schwarz und Grün sich voneinander entfernen, die ja vielleicht nie richtig zueinander gefunden haben, gibt es ja viele. Aber welchen Anteil hat denn das Pandemiemanagement daran? Ich orte diese Spaltung, wenn Sie so wollen, in der Koalition nicht, weil der Kollege Schallmeiner und ich und gemeinsam mit dem Gesundheitsminister und auch mit dem Bundeskanzler arbeiten durchaus konstruktiv zusammen. Die Zusammenarbeit hat auch während dieser gesamten zwei Jahre gerade im Gesundheitsbereich gut funktioniert. Und wenn ich mir da so jetzt manche Wortmeldungen anhöre, ich habe mir gedacht, bei diesem Bild, das Sie gezeigt haben, wo die Menschen auf der Straße sind, zeigen Sie mir eine Diktatur, wo das möglich wäre. Also das ist ja völlig absurd, die Behauptung zu sagen, Österreich sei in einer Diktatur. Und auch die andere Sache, es ist immer leicht, irgendjemandem die Schuld zu geben, alleine die Schuld zu geben. Und das mit der Spaltung sehe ich auch ein bisschen differenzierter, denn wir wissen, dass ein wirklich überwältigender Großteil in Österreich den Kurs mitträgt. Nur das sind die Leisen, die man nicht hört. Wir hören die Lauten, die auf die Straße gehen und krakeelen zum Teil. Es gibt die einen, die ihr Grundrecht auf Demonstration wahrnehmen. Das weiß ich durchaus zu schätzen, denn das ist in unserer Demokratie so verhaftet. Aber das dann auszunutzen, um eben diese Polarisierung zu betreiben, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Aber um zurückzukehren zu Ihrer Frage, die Zusammenarbeit funktioniert gut und dabei soll es auch bleiben. Herr Schallmeiner. Kann ich mich eigentlich sehr gut anschließen. Ich habe das heute auch schon anderen Journalistinnen auf eine ähnliche Frage hin auch schon gesagt. Gabi Schwarz und ich, wir beide haben eigentlich von Anfang an immer ein sehr professionelles Verhältnis gehabt, haben eigentlich immer sehr offen miteinander uns ausgetauscht, durchaus auch einmal kontroversiell, aber immer so, dass wir Lösungen gesucht haben. Und Gleiches gilt eigentlich für den gesamten Bereich Gesundheitspolitik und Pandemiemanagement innerhalb dieser Koalition, wo wir einfach auch wissen, ja, natürlich gibt es vielleicht dort oder da mal Auffassungsunterschiede, das soll ja auch so sein. Ich meine, deswegen sind wir auch in verschiedenen Parteien. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir da derartig eben dann auf total unterschiedlichen Fronten oder auf Standpunkten eben beharren und uns die dann vielleicht auch noch gegenseitig ausrichten. Also von so etwas sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung, die die Bevölkerung zu Recht an uns hat, an die Politik hat. Und in einem Punkt, da möchte ich schon auch beim Philipp Kucher anschließen. Ja, es stimmt, ich finde, die SPÖ, aber auch die NEOS haben sich in der Vergangenheit durchaus konstruktiv eingebracht. Wir waren halt eben nicht immer einer Meinung. Nur deswegen, weil wir einen Vorschlag der SPÖ oder eben der NEOS, die heute halt jetzt hier nicht anwesend sind, nicht angenommen haben, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen ein schlechtes Management oder eine schlechte Umsetzung wäre. Und es gibt eben auch andere Bereiche, wo wir durchaus dann zueinander auch gefunden haben. Gerade bei der Impfpflicht, finde ich, hat man sehr, sehr gut zusammengearbeitet, haben wir sehr, sehr gut auch Dinge, die insbesondere von der SPÖ, aber eben auch von den NEOS gekommen sind, eben auch aufnehmen können. Da haben wir uns auch, glaube ich, ganz gut wiedergefunden. Ähnliches Beispiel war auch damals das Covid-Maßnahmengesetz, das Epidemiegesetz, das wir im September 2020 gemeinsam ja novelliert haben, wo es ja auch viele Vorschläge gegeben hat, die aus der Opposition ja aufgenommen wurden. Aber es ist halt eben auch nicht immer so, dass wir überall einer Meinung sind und das ist ja auch in Ordnung so, deswegen sind wir auch in verschiedenen Parteien. Aber in Summe geht es
mir, meiner Kollegin, glaube ich, das kann ich euch einmal so sagen, aber ich glaube auch der SP und den NEOS immer darum, Lösungen zu finden, manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Herangehensweisen und, oder Standpunkten heraus. Und das gehört halt auch zu einer guten Demokratie dazu, dass wir halt auch ab und zu einmal irgendwo nicht einer Meinung sind oder dass wir eben einen Kompromiss suchen und finden müssen. Aber das funktioniert. Dankeschön. Unsere heutige Expertin, unser heutiger Experte sind ja bestens bekannte Corona- und Pandemie-Erklärer der ersten Stunde, wenn ich das so sagen darf. Und sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie nie mit ihrer Ansicht hinter dem Berg gehalten haben, auch wenn sie zum jeweiligen Zeitpunkt vielleicht nicht gerade populär war. Herzlich willkommen noch einmal Dorothee van Laar, Virologin an der Med-Uni Innsbruck und Nike Popper, Mathematiker und Modellrechner an der Technischen Universität in Wien. Wir werden Sie heute von Anfang an dabei haben, bis zum Ende der Sendung. Pandemie eignet sich nicht für Populismus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie sehr ist die Politik Ihrer Einschätzung nach, Frau van Laar, im Lauf der letzten 2 Jahre dennoch immer wieder dieser Versuchung des Populismus erlegen? Boah. Das ist eine überraschende Frage, vielleicht für die Virologin. Das ist sozusagen, ja. Also das ist jetzt nicht so richtig meine Expertise, also wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf, aber ich habe, wenn man zumindest Europa anschaut, so sind zumindest Länder wie die skandinavischen Länder, die keine rechtspopulistischen Parteien haben in dem Ausmaß im Parlament und wo sich eigentlich alle Parteien von Opposition und Regierung immer relativ gut geeinigt haben darüber, wie die Linie ist, nämlich so wie die nationalen Gesundheitsinstitutionen, also das entsprechende der AGES oder dem RKI oder so oder dem Paul-Ehrlich-Institut, entsprechende Institutionen in Skandinavien das empfohlen haben, dann die Pandemien gemanagt haben. Und da habe ich den Eindruck, hat man das aber die Bevölkerung etwas besser mitnehmen können als in Ländern wie Deutschland und Österreich, wo halt doch rechtspopulistische Parteien in der Regierung sind. Aber da bin ich als Virologin, spreche ich als Bürgerin und nicht als Virologin natürlich, wenn ich das sage. Ja. Okay, vielen Dank. Ich muss trotzdem die gleiche Frage auch dem Mathematiker stellen. Also ich bin ja noch sehr beeindruckt, nämlich ich überlege die ganze Zeit die Frage, ob der Vatikan eine Diktatur ist. Ich finde, da bräuchte es eine eigene Sendung. Wir werden das aufgreifen, diesen Gedanken. Das finde ich ein spannendes Thema. Ist wahrscheinlich vom Religionsbekenntnis und nicht von der politischen Partei dann abhängig. Nein, aber im Ernst, ich glaube, das, was Sie ja auch angebracht haben, durchaus eben die Kritik, die die Oppositionsparteien bringen und auf die Frage des Populismus, ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist, berechtigte Kritik oder berechtigter Diskurs, den kann ich mir zum Beispiel vorstellen, eben von Ihrer Partei kommend bei der Impfpflicht. Und darüber muss man diskutieren können. Und dann gibt es in der Politik Dinge, die einfach nicht stimmen. Nämlich zum Beispiel die Diskussion über die Impfungen. Da ist evident klar, dass die beste Lösung sind. Und da können wir dann lang noch im Detail darüber diskutieren, warum man das sehr gut weiß. Und das ist aber jetzt nicht nur in einer Partei, sondern das ist, wenn man ehrlich ist, in anderen auch so. Also wenn du als Wissenschaftler in manchen Beratungssituationen sitzt, da kommt auch von anderen Parteien manchmal halt Dinge, wo du sagst, das hat nichts mehr mit irgendwie Evidenz zu tun und das ist reiner Populismus. Und da gibt es wieder 2 Unterscheidungen. Das eine, finde ich, ist, wir alle leben in einer unsicheren Zeit. Da kann man daneben hauen. Punkt 1. Was ein bisschen nervig ist, ist, wenn man bewusst daneben haut. Oder wenn man auch nicht lernfähig ist. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das ist eine irre Herausforderung für uns alle. Weil in der Wissenschaft haben wir die Situation, dass wir quasi jetzt mit den Varianten, da kommen wir vielleicht dazu, wöchentlich unsere Meinung ändern müssen. Weil wir ja normalerweise Monate oder Jahre erst später es publizieren würden. Und dann sind wir uns sehr sicher, jetzt müssen wir in 3 Wochen was sagen. Und für die Politik ist es natürlich auch enorm schwierig, weil sich die Situation und Rahmenbedingungen auch ändert. Aber ja, ich glaube, da tappen schon auch wir alle oft in diese Falle, die Politik in die des Populismus und wir, dass wir uns vielleicht manchmal zu sicher sind, obwohl wir da vielleicht vorsichtiger sein sollten. Dann bleiben wir vielleicht gleich dabei, wie sehr sind denn die aktuellen Schritte, auch populären, um nicht zu sagen populistischen Überlegungen geschuldet, Stichwort Freedom Day. Ich weiß schon, das ist eine Erfindung der Medien oder mancher Medien gewesen. Aber Herr Popper, Sie haben gesagt, was den Zeitpunkt betrifft, ist die Regierung den Expertinnen gefolgt beim Ausmaß der Öffnungen, hingegen einer internen Logik, wie Sie das einmal ausgedrückt haben. Was konkret meinen Sie damit? Ja, also ich habe auch gesagt,
man verhandelt dann manchmal wie am Basar. Das ist vielleicht unhöflich, sondern es ist Parlamentarismus oder auch Politikgelübde. Ich glaube, man muss trennen. Es gibt Dinge, da kann man nach Evidenz entscheiden. Also das, was Sie angesprochen haben, ist, wir haben konkret versucht zu modellieren, wann werden wir sozusagen den Peak erreichen. Auch inkludiert jetzt schon mit dieser neuen Subvariante, dieses BA2 von Omikron, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und da sehen wir relativ stabil und wir tauschen uns da auch immer mit vielen Kolleginnen aus, auch aus anderen Forschungsgruppen im Prognosekonsortium sitzen ja bewusst auch drei verschiedene Gruppen. Und da haben wir gesagt, ja, wir können davon ausgehen, dass Anfang März dieser Peak, also dieser Maximalwert erreicht wird. Und aus verschiedenen Gründen, das kann man dann noch diskutieren, ist Öffnen sozusagen beim Runtergehen eine sehr stabile Lösung. Und da kann man dann sehr viel mehr machen, wie wenn man sozusagen da herumeiert und im Anstieg und da beim Raufgehen sozusagen was macht. Und das Zweite ist, und deshalb habe ich das despektierlich einmal als Basar genannt, das Zweite ist, man muss ja die Realität auch sehen. Die Menschen wollen ihr normales Leben zurück. Das haben wir ja auch in den Einspielern gesehen. Und es ist ja nichts anderes als verständlich, dass jetzt von der Wirtschaftskammer und von der Arbeiterkammer und vom Tourismus und von der Kultur jeder sagt, ich möchte als Erster. Also da wäre ja jetzt auch vermessen von uns aus zu sagen, wir haben jetzt eine Priorisierung ausgerechnet, die Blumenhändler sperren vor den Kosmetikerinnen auf. Selbst wenn wir es wüssten, was wir nicht tun, wäre das ja absurd. Also das heißt, ich nehme das sozusagen zurück, diese despektierliche Meinung. Und man muss dann sagen, es gibt einen Austausch der Interessen der Menschen und ihrer Vertreter, sei es im Parlament oder in anderen Interessensvertretungen. Und das muss man dann auch akzeptieren. Wir wollen ja auch nicht hinkommen, dass die Wissenschaft irgendwelche politischen Prozesse ersetzt. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Wir können ausschließlich einschätzen, wie die Situation ist, wie sie wird, wie die Zusammenhänge sind und die Politik muss dann entscheiden. Vielen Dank. Stichwort Vatikan, noch ein Nachtrag an dieser Stelle von der Regie, habe ich gerade gelernt. Der Vatikan ist eine absolute Wahlmonarchie. Jetzt haben wir das auch geklärt. Frau van La, Sie haben gesagt, 3G statt... Bitte? Ja, 3G statt 2G ist okay. Die Sperrstunde nach hinten ist okay. Alles darüber hinaus ist aus Ihrer Sicht nicht klar, dass das möglich ist. Wo konkret können Sie mit den jetzt sozusagen verabschiedeten Regeln, den zukünftigen Regeln, nicht mit und warum nicht? Gut, Die Öffnungen sind völlig klar, dass sie im Laufe des Märzes kommen. Ich bin etwas überrascht, dass man schon genau weiß, dass man am 5. März die Inzidenzen hat, die das erlauben. Deutschland, die ähnlich schlechte Durchimpfungsrate bei den vulnerablen Gruppen hat wie Österreich, öffnet 2 Wochen später rund. Also das hat mich dann schon gewundert. Ich denke, es gibt viele Gründe, dass man jetzt lockern kann, aber es gibt natürlich so ein paar Bereiche, die sind schon Hochrisiko und die Studien haben eigentlich alle gezeigt, dass wenn man Menschenansammlungen sozusagen ungehindert stattfinden lässt, Veranstaltungen nach Gastronomie ohne Kontrollen stattfinden lässt, das ist dann schon ein Risiko. Da kommt es zu diesen Superspreading-Events und das ist ganz entscheidend für die Ausbreitung. Tatsächlich ist zum Beispiel der Lockdown, dass man nicht vor die Tür gehen darf, bringt gar nichts. Das haben alle die Studien auch gezeigt. Auch das Schließen von den Geschäften bringt ein bisschen was, aber das meiste sind dort, wo Menschen ungeschützt, unkontrolliert in größeren Versammlungen in Innenräumen natürlich zusammen sind. Und deswegen, also die Nachtgastronomie ist einfach sowas, größere Veranstaltungen jetzt ohne Kontrollen, 2G, 3G, was auch immer, finde ich mutig schon am 5. März. Ich kann nur hoffen, dass sich das Virus an den Plan der Regierung hält. Wir sind da manchmal vielleicht auch unterschiedlicher Meinung. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja nicht Mediziner, das heißt, ich äußere mich zum Beispiel zu dem Maskenthema, was die Effektivität betrifft, gar nicht, weil das können andere viel besser. Da war ich zum Beispiel überrascht, dass dieses Thema da jetzt sehr schnell angegriffen wurde. Das, was ich aber spannend... Masken in den Schulen jetzt. Wenn jetzt einmal Masken in den Schulen und dann, also ja eben diese Diskussion auch der Lockerung. Das, was ich spannend finde, ist, egal, was wir jetzt sozusagen sagen, muss man ja die Frage stellen an dieser Stelle, und vielleicht ist das ja hier der richtige Ort, wo man das auch noch fragen kann. Was ist sozusagen das Ziel? Und das habe ich als Wissenschaftler bisher auch sehr spannend gefunden, weil es war ja immer das Ziel, eben
die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und wenn wir sozusagen dabei bleiben, dann ist das ein anderes Thema, wie wenn man sagt, wir möchten die Positivzahlen senken oder, und das halte ich für sehr wichtig, jetzt zum Beispiel, wenn diese vielen Öffnungen gemacht werden, die Menschen ins Boot zu holen, die jetzt, sage ich, sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums sind. Die einen sagen berechtigt, was ist mit der Freiheit des Menschen, was ist mit der psychischen Schädigung. Aber jetzt sozusagen die ins Boot zu holen, die sagen, ja, ich sorge mich vor Long-Covid. Ja, ich habe Kinder, die unter 5 sind, die sich nicht impfen lassen können. Also da ist eben die Frage, wo setzt die Demokratie, wo setzt die Gesellschaft sozusagen das Maß an? Mhm. Weil im Moment sind die Intensivstationen wenig ausgelastet, aber andere Dinge sind vielleicht relevant. Mhm. Das wäre sozusagen der Widerspruch offensichtlich. Werfen Sie den Modellrechnern vor, dass Sie immer nur auf die Intensivstationen schauen vielleicht? Also erstmal die Normalstation, da ist noch keine klare Stagnation. Wir sind jetzt bei 2100 und wir waren am Peak dieser wirklich massiven Delta-Welle. Da waren wir ja Rekordhalter in Europa mit dieser Höhe dieser Delta-Welle. Waren wir bei 2700 auf Normalstation. Also wir sind schon in einem Bereich, der belastend ist für die Leute, die die Arbeit dort machen. Weil ich meine, auch wenn es ein leichter Verlauf ist, man muss sich jedes Mal umziehen in diese Zimmer rein und raus. Das ist schon nicht einfach so, als wenn da einer mit einem Schlaganfall liegt, auch wenn das für den Menschen vielleicht noch dramatischer ist. Hinzu kommt, dass wir diesen Abfall, den sehen wir klar im Moment in den jüngeren Altersgruppen. In den vulnerablen Gruppen steigt die Kurve langsam, aber stetig eher noch an. Und man hat das Gefühl, diese Omikron-Welle hat bei den Älteren wenig stattgefunden. Das ist kaum da durchgedrungen. Also noch ist es so, dass ich sagen möchte, dass zwar mit den Intensivstationen nichts droht, aber dass wenn man jetzt, sagen wir mal, das Ganze zu sehr hinauszögert, dass jetzt die Zahlen sinken, dass wir doch auf den Normalstationen noch weiterhin belastende Situationen haben. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass man nicht öffnen soll. Ich wäre nur etwas vorsichtiger. Ich hätte es an Inzidenzen festgemacht und nicht an Tagen. Ich hätte gesagt, wenn die Inzidenzen, Gott weiß was, unter 800 sind, wir können ja höhere Inzidenzen bei Omikron tolerieren, das ist klar. Wenn die Inzidenzen bei 800 sind, dann machen wir das auf. Und die Masken hätte ich gesagt, ganz zum Schluss gemacht. Mhm. Ich hätte nicht alles auf einmal gleich die Masken mit sozusagen über Bord geschmissen, weil die Masken sind etwas, ist zwar irgendwie lästig, aber es hat nun wirklich für die menschliche Freiheit die geringste Einschränkung, schadet also auch nicht unserer Wirtschaft groß, wenn wir eine Maske tragen in öffentlichen Bereichen. Also die hätte ich, also ehrlich gesagt, dann nochmal in einem ganz letzten Schritt etwas später fallen gelassen. Mhm. Nur um es noch einmal festzumachen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihr Unbehagen besteht auch darin, dass man einfach jetzt, wo man noch auf dem Peak ist und nicht schon sozusagen am absteigenden Ast wieder ist, mit diesen Öffnungen beginnt. Gibt es da vergleichbare Länder, auf die man schauen kann und aus denen man auch etwas lernen kann? Wir sehen ja jetzt zum Beispiel in Dänemark, wo man vielleicht ähnlich agiert hat wie in Österreich, dass man dort jetzt mit sehr vielen Todesfällen zum Beispiel zu kämpfen hat. Kann uns das auch drohen? Nein, also diese Todesfälle in Dänemark, ich denke, die sind ein größerer Teil ist mit Covid und nicht an Covid. Das haben jetzt so unter Analysen eindeutig gezeigt. Also wenn einfach sehr viele Menschen infiziert sind, dann ist zufällig auch jemand, der wegen Schlaganfall in die Klinik kommt, dann auch mal infiziert. Das ist, die sterben nicht durch Covid. In Dänemark sind weit über 95% der vulnerablen Gruppen geimpft. Da sind wir weit von entfernt. Wir haben 15% ungeimpfte über 60-Jährige. Und das ist, da sind wir mit Deutschland leider das Schlusslicht in Westeuropa. Und da können wir nicht drauf stolz sein. Und da müssen wir dringend was dran machen. Also das hätte für mich in all diesen Dingen jetzt die erste Priorität. Dann könnten wir ganz entspannt diese Wellen alle durchlaufen lassen, wenn wir wüssten, die Menschen, die gefährdet sind, sind fast alle geschützt. Mhm. Und dass man diese Immunitätslücke durch Omikron jetzt schließt, ist ein großer Unsinn. Weil die Omikron-Infektion ohne Impfung macht keinen guten Schutz. Die Antikörper sind saumäßig schlecht nach einer Omikron-Impfung. Die schützen kaum vor Omikron, geschweige denn gegen irgendeine der vorherigen Varianten. Mhm. Ja? Das heißt, die könnten auch wieder hochkommen? Absolut. Delta zum Beispiel? Ja, wenn wir nur ungeimpft, nur Omikron-infiziert sind, sind wir
etwas gegen Omikron und gar nicht gegen die anderen Varianten geschützt. Es gibt überhaupt keine neutralisierenden Antikörper. Ja, das haben wir gerade nur in den Journal Impress. Also es ist wirklich eindeutig so, dass das verschiedene Serotypen sind. Und unterschiedliche Serotypen machen keine Kreuzimmunität, die bisherigen Viren und Omikron. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass die Leute sich zusätzlich zu der Omikron-Infektion jetzt impfen lassen. Weil dann sind sie gegen beide Serotypen geschützt. Auch die normale Impfung boostet dann wieder die Omikron-Antwort. Und die Omikron-Infektion boostet auch die Antwort gegen die anderen, wenn man schon geimpft ist. Also Impfung plus eine Omikron-Infektion, das ist die Antwort. Und das können wir nur durchrauschen lassen und so passieren lassen, wenn wir die vulnerablen Gruppen endlich durchimpfen. Mhm. Vielen Dank. Dann gehen wir wieder in die Politik. Ich greife das gerne auf, was wir jetzt gerade gehört haben. Auf der einen Seite die kritische Frage von Niki Popper. Man muss sich einmal klar sein, was ist überhaupt das Ziel? Das heißt, diese Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Und gleichzeitig natürlich auch jetzt das, was Sie gesagt haben, die Frage der Prioritäten. Also um es auf den Punkt zu bringen, hat die Regierung die falschen Prioritäten gesetzt? Frau Schwarz. Ich kann gerne damit anfangen. Herr Popper hat etwas sehr Wahres gesagt, das uns ja seit Beginn der Pandemie begleitet. Wir wurden oft überrascht und es war nicht immer alles wirklich so 100% berechenbar, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist auch etwas, womit wir natürlich bei allen politischen Entscheidungen zu tun haben. Das ist die eine Sache. Diese Abwägung, was ist möglich, was ist nicht möglich, wir haben schon immer die Überlastung des Gesundheitssystems in den Mittelpunkt des Interesses gestellt. Das war von Anfang an klar. Wir müssen schauen, dass die Intensivstationen nicht überlastet sind. Selbstverständlich, da gebe ich Ihnen recht, auch die Normalstationen, wo die Belastung auch für das Personal dementsprechend groß ist. Wir wissen auch, dass zwischendurch immer wieder Stationen geschlossen werden müssen, weil eben auch unter dem Gesundheitspersonal sehr, sehr viele Positive sind. Das kommt dazu. Was ich in die Abwägung aber schon mit einbeziehen möchte, sind zwei Dinge. Auf der einen Seite die Geschichte mit den Masken. Ich bin davon überzeugt, dass Masken wirklich sehr, sehr gut schützen. Ich bin selber Risikopatientin. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, auch wenn die Maskenpflicht in dieser Form nicht mehr existiert, werde ich die Maske weitertragen. Ist so. Auch aus meinem Verständnis heraus, mein Vis-à-vis zu schützen, zum Beispiel vulnerable Gruppen, die eben noch nicht genügend geimpft sind. Das ist mein Verständnis, wie ich zum System etwas beitragen kann. Auf der anderen Seite haben wir vor allem bei Eltern mit schulpflichtigen Kindern sehr wohl bemerkt, dass der Druck immer größer wurde. Nämlich der Druck der Eltern, die sagen, es ist nicht mehr auszuhalten, dass die Kinder permanent mit der Maske in der Klasse sitzen. Auf der anderen Seite erleben wir es jetzt wieder, ein bisschen paradox, dass Eltern sagen, warum sind unsere Kinder nicht mehr geschützt, warum müssen sie keine Masken mehr tragen. Und das Ganze kulminiert in einem unheimlich psychischen Druck auch auf Kinder und Jugendliche, auf Familien. Und es hat einen Grund, warum wir letzten Freitag ein Paket vorgestellt haben zur besonderen psychotherapeutischen und psychologischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit knapp 13 Millionen Euro. Das ist ein erster extrem wichtiger Schritt. Und damit möchte ich nur sagen, diese zweijährige Pandemie ist für uns alle eine Dauerbelastung. Und die Schwierigkeit und die Gratwanderung der Politik ist auch immer abzuschätzen, was ist noch verhältnismäßig, was können wir verantworten, was können wir den Menschen, die in Österreich leben, noch zumuten und was ist rein rational gesundheitspolitisch wirklich vonnöten. Und da braucht es eine Zahl, wenn Sie so wollen, an der man das festmachen kann oder eine Tatsache, an der man das festmachen kann. Und das ist in diesem Sinne die Überlastung oder die eben nicht existierende Überlastung unseres Gesundheitssystems. Mhm. Unsere Sendung heißt ja Politik am Ring. Daher müssen und wollen wir ja auch über Politik reden, Herr Schallmeiner. Reden wir über die politischen Hintergründe auch dieser Entscheidungen. Da gibt es ja die These, dass die ÖVP positive Schlagzeilen gebraucht hat und man sich daher zu diesem frühen Öffnungsschritt jetzt gewissermaßen genötigt gesehen hat und auch den Gesundheitsminister gewissermaßen genötigt hat, der eigentlich anderes wollte. Also was immer unser Ansinnen in den letzten zwei Jahren war, und ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist eben der Schutz des österreichischen Gesundheitswesens, dieses dringende gesellschaftliche Bedürfnis, wie es ja der Experte der FPÖ auch so schön im Hearing des Gesundheitsausschusses zur Impfpflicht ja gesagt hat, ein funktionierendes Gesundheitswesen ist ja ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis, war zumindest die Definition. Und um das ist es in den letzten zwei Jahren beständig gegangen, nämlich dass wir dieses dringende gesellschaftliche Bedürfnis gemeinsam eben schützen.
Genauso aber war auch immer eine klare Ansage derer, die dafür Verantwortung tragen, nämlich immer nur so lange, wie es unbedingt notwendig ist. Und wenn wir aus den Zahlen heraus sehen, dass eben unser österreichisches Gesundheitswesen aufgrund der Intensivbelastung, aufgrund der Normalbelastung, auch aufgrund der ganzen Reports und Berichte, die wir aus GECKO bekommen, die wir aus der Corona-Kommission herausbekommen, dass eben hier die Einschätzung getroffen wurde, es ist nicht am Kippen, sondern wir sind sozusagen von diesem Punkt des Kippens entfernt, dann ist es natürlich klar, dass wir eben auch Maßnahmen wieder lockern und zurücknehmen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, was mir nämlich ein bisschen zu wenig in der ganzen Debatte auch vorkommt, immer mit einer klaren Ansage, nämlich dann, wenn die ganzen Prognosen auch so eintreffen, wie sie gestellt wurden. Also das, finde ich, ist schon auch ganz, ganz wichtig, dass wir diesen 5. März ja nur dann umsetzen können, wenn eben das, was Wissenschaftler, Expertinnen und Experten wie eben Niki Popper beispielsweise für diesen Zeitraum eben voraussagen. Wenn das nicht eintritt, dann muss ich auch sagen, wird die Politik sich hüten davor, eben da allzu leger zu sein und wird natürlich dann dementsprechend auch sagen müssen, okay, die eine oder andere Maßnahme geht doch noch nicht am 5. März. Das ist schon auch entscheidend. Und das wurde auch, finde ich, das wurde schon mehrfach gesagt, ja, aber es kommt halt leider Gottes, es findet halt einfach nur einen sehr geringen Widerhall. Was ich noch sagen wollte, weil es mir einfach auch ein persönliches Anliegen ist, weil Sie es eben auch erst gesagt haben, dieses Narrativ des Freedom Days. Also ich finde das wirklich, das ist ganz, ganz schlimm und ganz, ganz schlecht, weil es würde nämlich sozusagen das Narrativ unterstützen, das eben von der FPÖ kommt, dass wir jetzt 2 Jahre lang in einer Diktatur gelebt haben. Ja. A Freedom Day, das war beispielsweise das, wie Nelson Mandela freigekommen ist in Südafrika, das war ein Freedom Day. Oder mein persönlicher Freedom Day hier in Österreich ist der 8. Mai, das ist die Kapitulation des NS-Regimes, das ist ein Freedom Day. Aber das Zurücknehmen von Maßnahmen, von zwingenden Maßnahmen aufgrund einer Pandemie, weil wir eben ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis, nämlich in Form eines funktionierenden Gesundheitswesens, eben weil wir das eben wollten. Das ist kein Freedom Day, sondern das sind eben, ja, das sind Maßnahmen, die wir eben setzen mit Maß und Ziel und eben nur dann, wenn die Prognosen, wie ich eben erst angesprochen habe, auch halten. Also das ist sehr dankbar, dass Sie das auch sagen. Das war nämlich auch genau das, was wir auch gesagt haben. Also wir haben gesagt, ja, wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber aufsperren, wenn wir eben den Peak haben. Und da sind wir uns, versuchen wir uns eben möglichst sicher zu sein, stimmen das auch mit Kollegen ab. Da glauben wir, dass wir da eben so weit sind. Und der Grund, warum wir dann relativ knapp gesagt haben, dass man das machen kann, hat mit unseren Modellen auch zu tun, weil wenn wir bei den Positivtestungen runtergehen, dann sehen wir in speziellen Modellen, dass dann die Dynamik schon runtergeht. Da muss man dann auch noch einmal auf die Altersstruktur sagen, wie die Frau Professor eben das auch gesagt hat. Und dann ist das eine gute Sache. Der zweite Punkt ist ja, ich halte das Wort auch nicht nur aus den genannten Gründen von Ihnen für sehr schwierig, das Wort Freedom Day, sondern weil wir, und da sind wir uns auch einig, wir sind ja fürs Öffnen. Also es soll ja eben auch aus den vielen, vielen anderen Dingen, wenn andere Therapien nicht gemacht werden, aus den psychischen Gründen, wollen wir ja aufsperren, so viel irgendwie geht. Aber wir müssen eben, damit wir nicht das gleiche Problem wie letztes Jahr haben, für Herbst vorbereitet sein. Das heißt, von der Politik erwarten wir uns jetzt, und das ist auch die Aussage in GECKO, da gibt es ja auch immer wieder, wie man auf Wienerisch sagt, Brösel, ne, was in GECKO gesagt wird und was die Politik sagt und ob wir das gesagt haben und so weiter. Ich glaube, ganz klar ist von allen, ich traue mich sonst wenig zu sagen, aber ganz klar ist von allen Kolleginnen und Kollegen, wurscht ob in GECKO oder außerhalb von GECKO, aus der Wissenschaft, wir müssen vorbereitet sein, besser wie beim letzten Mal und im Idealfall brauchen wir es nicht. Das ist das, was wir sozusagen anstreben wollen. Und ich muss noch einmal zum Punkt zurückkommen, was will die Politik sozusagen? Ich könnte jetzt ein bisschen ketzerisch fragen, wenn es um die Überlastung der Intensivstationen geht, warum haben wir dann nicht vor 4 Wochen schon aufgesperrt? Weil da waren die Intensivstationen genauso. Weil damals noch die Prognosen nicht eindeutig waren oder noch nicht so eindeutig. Ja, aber es war zu dem Zeitpunkt. Also eindeutig, aber sie waren noch nicht ganz so optimistisch. Ich will ja ein bisschen provokativ sein. Naja, es war damals die Überlastung des Gesundheitssystems nicht gegeben. Zu dem Zeitpunkt. Aber das ist jetzt ein Musterbeispiel, ein schönes Beispiel, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den beiden Koalitionspartnern und den Experten funktioniert. Naja, wenn Sie. Also, da muss ich ein bisschen sagen, das ist eher ein Beispiel, wie spaßbefreit die FPÖ ist. Weil ich wollte ein bisschen sozusagen auf das Thema hingehen. Ich will nämlich auf ein konkretes ernsthaftes Thema. Ich will darauf hinaus, welche Daten haben wir? Und das ist das große Problem. Das heißt, warum das eben nicht
sinnvoll gewesen wäre, weil wir die Daten dafür auch nicht haben. Das heißt, wir brauchen, und ich habe einmal im Spaß gesagt, das war das einzige Mal, wie ich mit Herrn Kickl einer Meinung war in meinem Leben bisher, wo er gesagt hat, wir haben die Daten nicht von den Hospitalisierungen. Wir wissen nicht genau, wie viele Intensivbetten wir haben. Und das ist für uns in den Prognosen das große Problem. Und da können wir besser werden. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel die Relation Hospitalisierung zum Immunstatus. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel, das ist jetzt in Arbeit, wir haben Gott sei Dank es geschafft, zum Beispiel die Impfung zu verknüpfen mit den EMS-Daten, damit wir wissen, welche Menschen werden krank. Und hier müssen wir noch mehr machen. Das heißt, noch einmal, um das klarzustellen, ich wollte jetzt nur provokativ sagen, wir brauchen mehr Daten, dann können wir für die Politik, mit der Politik. Aber jetzt möchte ich auch noch einmal provokant sein und diese Forderung, mehr Daten, bessere Daten, die klingt jetzt auch wie ein eingefrorener Posthornton sozusagen, weil das kenne ich eigentlich auch seit Beginn der Pandemie, seit Frühjahr 2020 eigentlich. Heißt das, da hat sich nichts geändert, da hat sich nichts verbessert? Doch, es haben sich gewisse Teile verbessert. Also es war zum Beispiel so, dass sehr schnell die EMS-Daten zur Verfügung gestanden haben und grundsätzlich ist das EMS-System sehr viel besser angelegt wie in anderen Ländern. Zum Beispiel in Deutschland gibt es, Sie werden es besser wissen, keine bundesweiten Daten. Größeres Land. Es hat sich verbessert, dass eben diese Verlinkung, also das klingt jetzt irgendwie beängstigend wahrscheinlich für die Menschen, aber da geht es jetzt nicht um Einzelpersonenverlinkung, sondern es geht darum, dass wir aggregiert, also das ist zusammengefasst, wissen, wie ist die Krankheit in Zusammenhang mit dem Impfen? Und jetzt bräuchten wir als Beispiel nur eben diese Verknüpfung mit den Hospitalisierungen, damit wir die Politik auch transparent und offen informieren können. Mhm. Dann gibt es nächste Schritte, da müssen wir dann zum Beispiel hinkommen, das ist dann für die langfristige Analyse sehr wichtig, welche Menschen wären krank? Welche Menschen haben schwere Verläufe? Mhm. Mit welchen Vorerkrankungen? Also ich will Sie da jetzt nicht langweilen. Mhm. Es ist einiges passiert, aber es ist in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, wie speziell UK, also Großbritannien, wie Benelux, Niederlande und Skandinavien noch sehr viel Luft nach oben. Okay, Herr Angerer. Herr Groß, ich glaube, als Politiker, und das tun wir jetzt leider wieder hier in der Runde, sollte man ja keine Vergangenheitsbewältiger sein und die sich mit der Geschichte beschäftigen, sondern wir bräuchten Zukunftsperspektiven und die Menschen draußen brauchen wieder Hoffnung, brauchen wieder Licht am Ende des Tunnels, wie schon genannt wurde. Die müssen endlich aus dieser Bunkerstimmung rausgeholt werden, in der sie sich seit 2 Jahren befinden und in der diese Koalition die Menschen hineingebracht hat. Durch völlig unklare Regeln, Vorgaben, Voraussagen, Maßnahmen, die keiner mehr versteht. Also es versteht ja kein Mensch mehr draußen, warum, zu welchem Zeitpunkt, welche Maßnahme wie gesetzt wird. Und das ist das Problem. Und man hat es ja jetzt gerade früher wieder gesehen. Der Bundeskanzler, mittlerweile der Dritte, so gut funktioniert die Koalition innerhalb von 2 Jahren, hat einen Freedom Day ausgerufen. Der Gesundheitssprecher der Grünen sagt ihn gerade wieder ab. Also wie soll sich da draußen ein Bürger noch auskennen? Also ich sage, es braucht endlich Politik, auf die sich die Menschen draußen wieder verlassen können. Ich kann ja nicht nur auf Expertenbasis, wo jeder Experte, ich schätze Experten sehr, sicher recht hat. Wenn die Frau von Laar heute sagt, wir sperren uns alle ein, wir isolieren uns alle, dann wird sich keiner mehr anstecken, dann wird sie zu 100% recht haben. Und der Herr Popper kann dann ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir innerhalb von ein paar Monaten pleite sind. Der wird auch 100% sein, die Wahrscheinlichkeit. Also so kann ich ja nicht Politik machen. Ich kann mir natürlich Experten anhören, aber dann hat die Politik nach der Verhältnismäßigkeit, die zwar heute schon genannt wurde, zu entscheiden. Und die muss ja das Gesamte sehen. Die Kollateralschäden, die in unserer Jugend angerichtet worden sind, was mit unseren Kindern passiert ist. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, dass wir sie psychisch betreuen und Programme machen, mit unseren Symptomen behandeln. Wie holen wir denn das auf? Wie holen wir denn die 2 verlorenen Bildungsjahre auf? Das sind die Fragen, die Politik zu lösen hat. Mhm. Und nicht, dass ich meine Kinder psychologisch betreue. Also das ist Politik von nach rückwärts gewandt. Ja. Da muss man einfach sagen, das wird mit euch auch nicht mehr funktionieren, dass man aus dieser Sackgasse herauskommt. Da muss man nur sagen, es kann nur mehr Neuwahlen geben. Das ist das Einzige, was die Menschen auf die kommen wir dann, auf das Stichwort kommen wir dann noch zurück. Da ist mir jetzt noch zu früh zu diesem Zeitpunkt. Frau von Laar, Sie haben sich gemeldet. Frau Schwarz hat sich gemeldet. Ich glaube, alle haben sich jetzt gemeldet. Bitte, Sie waren die Erste.
Unsere Kinder hätten wir schon vor einem Jahr aus der ganzen Sache entlassen können, wenn nicht 15% der vulnerablen Gruppen nicht geimpft sind. Und der Grund, warum sie nicht geimpft sind, ist ihre Partei mit dran beteiligt. Entschuldigung, bitte, jetzt werde ich als Virologe mal politisch. So. Dankeschön. Kollege Popper hat nämlich eingangs gesagt, er hat völlig recht. Das eine sind Fehler, die passieren können aufgrund von einer diffusen Lage, sozusagen, dass die Erkenntnisse noch nicht vorhanden sind. Aber das Ärgerliche, wenn ich das richtig wiedergebe, sind Fehler, die sich wiederholen und die notwendig gewesen werden. Und ich möchte jetzt ganz konkret machen, weil die Kollegin Schwarz ja auch gesagt hat, man ist oft überrascht worden, was im letzten Herbst in Österreich passiert ist. Ist keine Überraschung gewesen, sondern die Warnungen und die Prognosen hat es bereits im Sommer gegeben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum die Warnungen auch der Wissenschaft nicht gehört worden sind. Und die Antwort war leider, dass Parteipolitik wichtiger war in dem Fall als die Gesundheit und als der Schutz von Menschenleben. Um es konkret zu machen, es hat Sebastian Kurz mit der ÖVP plakatiert, es wartet ein toller Sommer, ein cooler Sommer auf uns und wir haben die Pandemie gemeistert. Und dann hat es die Landtagswahl in Oberösterreich gegeben und man hat gesagt, man darf nicht für die ÖVP die Landtagswahl gefährden. Deswegen gibt es kein Risiko. Und dann waren wir plötzlich bei einer explodierenden Zahl an Neuinfektionen. Die Krone hat getitelt dann, dieser Streit kostet Menschenleben. Und das ist nicht passiert, weil die Wissenschaft nichts beraten hat. Sondern es ist deswegen passiert, weil Parteipolitik wichtiger war als der Schutz von Menschenleben. Und ich erinnere nur zurück, der Landeshauptmann Haslauer hat dann gesagt, gegenüber den Medien, hat in Wahrheit dann Ärztinnen und Ärzte verspottet und hat gesagt, die Virologen sind so Menschen, die tun halt gern andere Menschen einsperren. Während Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus gemeinsam mit der Pflege um Menschenleben gerungen haben, hat man dann gesagt, die tun einfach nur gern einsperren. Und da könnte man zig Beispiele bringen, wo es die Warnungen gegeben hat und wo man einfach nicht hingehört hat, weil man einfach groß plakatiert hat, Pandemie gemeistert. Und ich sage nur abschließend, das ist kein Naturgesetz, dass Österreich so viel schlechter durch die Krise kommt wie andere Staaten. Ich habe immer gesagt, Fehler können passieren, wenn sich alle anstrengen, dann kann man auch zusammenhalten und versuchen, die Krise zu meistern. Wenn aber Fehler passieren, wenn man sich über Ärztinnen und Ärzte lustig macht, weil Parteipolitik wichtiger ist, dann ist das alles kein Spiel, sondern geht zum Menschenleben. Und deswegen ist es mir jetzt so wichtig, dass wir uns heute vorbereiten, dass wir nicht wieder den dritten Sommer in Folge verschlafen und planlos in den nächsten Und das heißt, wir sollten auch über die gegenwärtigen Maßnahmen und die jetzt auf dem Tisch liegenden Pläne reden. Und Herr Kucher, weil Sie gerade am Wort sind, möchte ich noch Sie auch konfrontieren mit diesem Zitat des Stadtrates Peter Hacker, der ja gesagt hat, zu den jetzt angekündigten Maßnahmen, man steigt nicht aus einem Auto aus, wenn es in voller Fahrt ist, sondern man wartet, bis das Auto steht. Warum gehen in Wien die Uhren anders? Ich glaube, dass Wien da einen sehr stringenten Kurs auch die letzten zwei Jahre gefahren ist und dass man versucht hat, immer wieder auch vorsichtig die Krise zu meistern. Wovon wir alle miteinander gar nichts haben, ist aufsperren, zusperren, aufsperren, zusperren, zickzack, 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 hickhack, 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 wie wir es auch erlebt haben in der Bundesregierung. Das kostet ja Vertrauen. Und am Anfang, ich sage es ehrlich, Pamela Rendi-Wagner hat immer wieder gesagt, am Beginn der Krise, und ich habe gar nicht genau sozusagen eigentlich die Tragweite damals noch begreifen können, und sie hat immer wieder gewarnt und hat gesagt, in einer Gesundheitskrise ist die wichtigste Währung der Politik Vertrauen. Und wenn man Vertrauen einfach durch Märchenstunden, durch Lügengeschichten, durch Populismus zerstört, dann stehen wir irgendwann einmal da, wo wir heute stehen in Österreich, dass es leider ganz, ganz viele Menschen gibt in Österreich, die nicht nur der Politik nicht mehr vertrauen, sondern in Wahrheit auch zunehmend der Wissenschaft. Und das ist ja eigentlich das Fatale, was passiert ist, dass man dieses Vertrauen über Märchen, über Politikmarketing, über Geschichten, die in Wahrheit die ÖVP-Spindoktoren erfunden haben, in Wahrheit jetzt monatelang vernichtet hat. Und jetzt stehen wir auf einmal da, dass zusätzlich die FPÖ Öl ins Feuer gießt und wir alle miteinander von einem Trümmerhaufen und, auch leider das. Und vielleicht können wir es jetzt trotzdem ein für alle Mal dabei belassen und auch nämlich mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung und wirklich das ernst nehmen, was wir uns vorgenommen haben. Das ist nur ganz wichtig, wenn wir es abhaken können, herzlich gerne. Okay. Nur wir haben zwei Sommer hintereinander verschlafen. Aber es ist jetzt besprochen. Den dritten Sommer es ist jetzt besprochen und wir wollen nach vorne schauen. Und wir wollen nach vorne schauen. Und Frau Schwarz hat sich gemeldet und Herr Schallmeiner, bitte. Ja, ich würde noch ganz kurz auf zwei, drei Punkte einhaken, auch wenn es mir wirklich fern liegt, dass wir jetzt da eben in dieses Wadelbeißen eben verkommen. Aber ich glaube, zwei, drei Dinge müssen wir hier schon noch einmal auch für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause einfach sozusagen auch gerade rücken. Das eine ist,
Dieses zwei Jahre stringent, ja, also wenn die zwei Jahre also zu Ostern letzten Jahres begonnen haben, dann sind es zwei Jahre. In Wirklichkeit war nämlich auch der Kurs von Wien nicht ganz so eindeutig, weil, wie wir uns vielleicht alle noch daran erinnern können, zu Ostern letzten Jahres hat sich dann ein gewisser Rudi Anschober eine Nacht lang auf drei Landeshauptleute regelrecht draufknien müssen, damit es eben hier Einlenken gibt, eben bei der Politik. Und seither, da bin ich 100% dabei, seither fordert auch Wien einen durchaus sehr stringenten Kurs, mit dem man durchaus gut kann, der aber wohl auch dem Umstand geschuldet ist, dass Wien die einzige Millionenstadt in diesem Land ist, die eine ganz andere Herausforderung hat, wo eben auch Menschen eng an eng leben und wo, wenn wir jetzt nach Hongkong schauen, ja, wir gerade auch sehen können, was passiert, wenn in einer Millionenstadt eben Cluster überhand nehmen. Also Wien hat da schon ein bisschen eine andere Situation und ich finde dieses momentane, dieses Zurücklehnen von Ludwig und Hacker gegenüber dem Rest Österreichs, finde ich auch nicht ganz passend. Also ich glaube, das könnten wir uns alle miteinander ersparen, das könnte man, glaube ich, ganz anders regeln. Und insbesondere ist ja dieses, der Bund gibt die Unterkante vor und die Länder können darüber hinaus aufdoppeln. Diese Strategie ist ja auch dem geschuldet, dem letztjährigen, also dieser Situation zu Ostern letzten Jahres, wo ja Doskozil auch noch dazu gemeint hat, na, eigentlich brauche ich viel weniger, ja, und deswegen hat man halt dann gesagt, na, Moment, stopp, der Bund setzt die Unterkante und die Bundesländer dürfen diese Unterkante nicht unterschreiten. Aber das ist vielleicht zur Vergangenheitsbewältigung. Okay. Wo ich 100% und vielleicht nämlich, damit wir auch den Ausblick in die Zukunft bekommen, wo ich 100% dabei bin, ist, dass wir eben uns das nicht mehr leisten können, zu sagen, die Pandemie ist vorbei. Da bin ich 100% mit Philipp Kucher überein und ich glaube, da sind auch zumindest die konstruktiven Kräfte hier im Haus 100%ig überein. Und deshalb wird es auch eben heuer im Frühjahr und im Sommer eben das brauchen, dass wir die Menschen davon überzeugen, impfen zu gehen, dass sie sich eben die Booster-Impfung dort, wo sie noch nicht abgeholt wurde, sich abzuholen ist. Diese 15% der Ungeimpften aus der Risikogruppe, die eben dementsprechend auch geimpft werden sollen. Da braucht es aber nicht nur uns hier im Parlament, sondern, Philipp, du weißt es selber am besten, es sind natürlich die Bundesländer mit an Bord zu bringen. Das ist halt eine dementsprechende Herausforderung. Es sind die großen Kommunen mit an Bord zu bringen. Und übermorgen werden wir ja hoffentlich auch dann ein dementsprechendes Gesetz eben verabschieden, wo wir eben auch die Kommunen dementsprechend auch dann für die Zukunft eben unterstützen, damit wir eben nicht wieder den Sommer verpennen, wenn ich sozusagen deine Worte mal hernehmen kann. Okay, vielen Dank, Gabi Schwarz und dann Niki Popper. Ich mag es ganz kurz mit der Vergangenheitsbewältigung. Es hätte uns echt geholfen, lieber Philipp, wenn es vor zwei Jahren eine Lade gegeben hätte im Gesundheitsministerium, die man aufgemacht hätte, wo drauf steht Pandemieplan, das sind taugliche Verordnungen, diesen Weg habe ich zu gehen, das sind die Stellen, die ich zu informieren habe, gab es nicht. Ich lasse das jetzt weg, wer dafür verantwortlich war, das macht keinen Sinn. Auch nicht parteipolitisches Kleingeld, also das sollte. Aber was war in Österreich? Machen wir es konkret im Herbst. Nein, hat man fließen können, war das eine Überraschung? Also ich muss es jetzt abwürgen. Diese Diskussion ist wirklich jetzt abgeschlossen. Das ist müßig. Für mich geht es jetzt darum, wie schaffen wir es, die Menschen, die nicht wirklich sich ausschließlich auf Telegram-Gruppen konzentrieren und dort verhaftet sind, wie schaffen wir es, die übrigen, die noch unentschlossen sind, die aus unterschiedlichen Gründen, Herr Groß, Sie haben es vorher genannt, ob Angst oder was auch immer, sich nicht impfen lassen, wie schaffen wir es alle gemeinsam? Die Kommunen, die Politik, die Ärzteschaft, wer auch immer damit zu tun hat, die Menschen davon zu überzeugen, dass das nämlich, was Sie gesagt haben, das einzig Wichtige ist, nämlich, dass die Impfung der Weg ist, der uns weiterhilft. Da rede ich nicht vom Ende der Pandemie, sondern durch die Pandemie. Die Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist, wo kommen wir am besten an die Menschen heran? Wo können wir Ängste nehmen und wo können wir sie davon überzeugen, dass es gescheit ist, was für die Gemeinschaft zu tun, nämlich sich impfen zu lassen. Und alles andere ist kontraproduktiv. Und da müssen wir einfach wegkommen davon, dass wir die Impfung mit einem Gammelfleisch vergleichen oder ähnliches. Das ist es nicht. Es ist eine zugelassene, überprüfte Impfung, die hilft, nicht an schweren Verläufen zu erkranken oder zu versterben. Gut. Niki Popper, bitte. Ich möchte keine Vergangenheitsbewältigung machen, das Gott sei Dank muss ich nicht, darf ich nicht, will ich auch nicht, aber ich möchte quasi auf die, ausgehend von den vergangenen Dingen übergehen und ich entschuldige mich, wenn ich ab und zu ein bisschen flapsig bin, aber der Armin Assing hat dem Peter Klimek die Woche im Fernsehen gesagt, er soll ein bisschen einfacher reden. Also ich bemühe mich auch wieder, weil die Situation zugegebenermaßen wissenschaftlich ernsthaft formuliert sehr kompliziert ist. Zu den Aussagen aber, also wenn Sie gesagt haben, wir kommen viel schlechter durch die Pandemie als alle anderen Länder, dann müsste ich jetzt die Frage stellen, woher wissen Sie das? Also nicht, dass ich sage, wir sind besser, um Gottes Willen, sondern da müssen wir uns zusammensetzen und sagen, sind wir das, wo kommen wir besser durch?
das wäre zum Beispiel etwas, was auch für die Menschen wichtig ist, dass man sagt, okay, da muss man Evidenz schaffen. Das ist irrsinnig schwierig. Ich lerne das jetzt als völliger Laie in solchen Dingen wie bei Gecko, dass da sehr viele Prozesse sind, wo hier vier Profis sitzen. Aber das, glaube ich, verunsichert zum Beispiel Menschen. Das Zweite ist, Sie haben es berechtigterweise gesagt, es kennt sich keiner mehr aus. Also ich, wenn mich wer anruft, und ich werde natürlich angerufen von Freunden, die sagen, was gilt denn jetzt? Sage ich, keine Ahnung, ich weiß es oft nicht. Und da muss ich auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo sitzen und versuchen, gute Sachen zu sagen, einzuordnen, und es ist wirklich schwierig genug, wie wir wissen, und dann kriegen wir auf Zuruf von irgendwelchen Wirtschaftskammer-Obmännern ja, aus irgendwelchen Bundesländern Interviews, die uns erklären, welche Maßnahme besser ist und welche nicht. Ich finde es okay, wenn die sagen, wir halten es nicht mehr aus, weil die Leute gehen pleite. Das ist für mich legitim, ihr müsst was machen. Aber sozusagen der Zuruf zum Beispiel, das, glaube ich, verunsichert die Menschen auch. Das heißt, auch ich versuche mich, und das ist in der Sendung sehr schwierig, weil es ist eine politische Sendung, deshalb sind wir da auf dünnem Eis. Ich versuche mich aus der Politik so irgendwie es geht rauszuhalten und habe zum Beispiel gesagt, die Priorisierung von Maßnahmen, die könnten wir machen, das ist aber völlig realitätsfern, weil das müssen eben Politiker, Interessenvertreter machen. Es ist sehr oft so, dass man zum Beispiel zu spät oder zu langsam reagiert. Das ist etwas auch neben der Klarheit, wo jetzt zum Beispiel natürlich wünscht, ich meine, das ist ja kein, da braucht man nicht herumdiskutieren, jetzt wünscht sich die Politik von uns, dass wir möglichst früh aufsperren. Das wird die Frau Professor wahrscheinlich auch bestätigen können. Das heißt, wenn wir jetzt als Prognostiker sagen, jo, es geht eh Anfang März, wenn, ne, dann freuen sie sich. Aber wenn das halt nicht gerade ins Konzept passt, dann habe ich halt sehr oft erlebt, naja, da muss man dann in beide Richtungen nämlich, sowohl sozusagen, wenn es strenger wird, wie auch wenn es lockerer wird. Also hier muss man auch Prozesse schaffen, wie kommt Wissenschaft in die Politik und wie kann man dann wirklich transparent das machen. Und letzter Punkt, was Sie haben gesagt, naja, es ist unklar und das, wir haben sozusagen jetzt von 2 Jahren sozusagen so viel Schaden angerichtet. Da muss ich als Wissenschaftler sagen, ja, was wäre Ihre Alternative gewesen? Also durchrauschen lassen kann es vor allem in den letzten 2 Jahren nicht sein. Also das ist auch leicht sozusagen als Oppositionspolitiker zu sagen, das ist also ein Blödsinn. Bei vielen Dingen habe ich jetzt auch versucht zu sagen, sehe ich es durchaus auch eben, um es höflich zu sagen, Optimierungspotenzial. Mhm. Aber sozusagen die Alternative wäre nicht denkbar gewesen in meiner Welt. Mhm. Ganz kurze Erwiderung und bitte. Dann machen wir einen Unterbruch. Weil, Herr Popper, Sie haben schon recht und das war auch nicht unser Zugang. Und ich glaube, alle Oppositionsparteien, die SPÖ, die NEOS und auch wir, haben sehr viele Vorschläge eingebracht im Parlament. Was mich erschreckt, und wir hören sie heute auch wieder, ist, dass die Regierung nur eine Strategie hat und die heißt Impfen. Es gibt keine zweite Strategie, es gibt keine Alternative, es gibt nur diese eine Strategie. Jetzt greife ich etwas auf, was die Frau Lage gefordert hat und soweit ich es weiß und wir auch im Parlament, dass man zum Beispiel den Antikörperstatus feststellt in der Bevölkerung. Soweit ich weiß, hat sie es gemacht. In Tirol sind 35.000 Blutabnahmen untersucht worden. Da war die Antikörper bei 83% bei den untersuchten Personen. So habe ich es gelesen. Ich stelle mir die Frage, warum will man jetzt das Testen abschaffen? Will man Menschen schützen oder will man Menschen bestrafen? Wir sagen immer, die vulnerablen Gruppen, sprich die Gefährdeten, unbedingt schützen, auf jeden Fall dort massiv testen, dort schauen, dass man kein Virus reinbringt, dort den Schwerpunkt hinlegen, aber dafür die Gruppen, die wenig gefährdet sind, zum Beispiel Kinder, nicht mit Masken in die Schule setzen, Maskenzwang vorgeben und so oder überhaupt nicht in die Schule gehen lassen. Aber das sind alles funktioniert eine Epidemie nicht. In der Strategie. Aber es gibt hier nur eine Strategie, die heißt Impfen. Und die ist aber auch die beste. Gut, ganz kurz jetzt, weil sie glaube ich, zur tatsächlichen Berichtigung bzw. zum Reality-Check jetzt auch gefragt ist, die Frau Professor van Laar, bitte. Gesundheitsminister, gehe davon aus, dass die alle Maßnahmen einhalten, mindestens 3-mal geimpft sind, die sind alle infiziert. Lassen wir die Frau Professor van Laar kurz erwidern. Gut, also wenn man die Geschichte der Seuchen anguckt, dann gibt es natürlich Seuchen, die kann man durch Trennung von Trink- und Abwasser beherrschen. Es gibt Seuchen wie die Syphilis, die hat sich durch eine Verhaltensänderung der Menschen erübrigt. Damals, da wurde die Kirche plötzlich prüde. Aber die großen Virusseuchen lassen sich nun mal wirklich nur durch Impfung beherrschen. Ja? Das ist nun mal so. Sicherlich wird die Therapie uns helfen ein bisschen, vor allem die vulnerablen Gruppen, die nicht gut auf die Impfung ansprechen, zu schützen.
zu einem gewissen Ausmaß, aber die beste historisch immer wieder erwiesene Methode, um Viruspandemien und überhaupt Virusinfektionen zu kontrollieren, ist die Impfung. Bei Bakterien funktioniert das nicht so, da haben wir die Antibiotika. So, zweitens, diese Impfung ist keine irgendwas nicht erprobte experimentelles irgendwas. Die haben mehrere Milliarden Menschen bekommen. Es gibt kaum eine Impfung, die so gut untersucht ist. Und wenn Sie von Langzeitfolgen immer reden, jeder sagt, es gibt dann keine Langzeituntersuchung. Wenn Sie ein Medikament absetzen und dann noch 2 Jahre einen Menschen weiter untersuchen, nachdem das Medikament schon weg ist, dann ist das ein völlig überbeforschtes Medikament. Das gibt's für kein zugelassenes Medikament. Und wenn das Medikament abgesetzt ist, dann ist die Studie nach 4 Wochen später vorbei. Dann wird nicht nach 2 Jahren noch geguckt. Und wir haben hier 2 Jahre Nachbeobachtung von den ersten fast 2 Jahre. Und es ist einfach, wie gesagt, diese schiere Menge der verabreichten Impfdosen. Und wir wissen sehr, sehr genau, was die sehr seltenen Nebenwirkungen sind. Und ich kann nur sagen, jeder wird von uns Kontakt mit dem Virus haben, mehr oder minder, tatsächlich auch als Geimpfter, irgendwann in Zukunft dann eben als leichte Infektion. Und es ist einfach so, dass man dann das Risiko einer ungeschützten Infektion deutlich höher ist als das Risiko einer Impfung. Und das ist durch Studien weltweit so weit von hieb- und stichfest. Da tut mir leid, ich mische mich dann auch nicht in Ihre Alltagspolitik ein und in Parteistrategie, aber das sind einfach Sachen. Ich mache 35 Jahre nichts anderes als Virologie. Ich kann Ihnen sagen, diese Impfung ist eine gute Sache und sicher und absolut zu empfehlen. Nur einen Satz. Ich habe nie, und wir sagen das auch nicht, wir haben uns nie und ich habe mich nie gegen die Impfung ausgesprochen. Ich bin selbst einmal geimpft. Gut. Ich habe das Virus gehabt, ich bin genesen und bin einmal geimpft und viele in unserem Club geimpft. Wir haben noch einen Film vorbereitet, den wir jetzt gerne zeigen möchten, weil wir auch zu einem anderen Aspekt noch dieses Themas kommen möchten. Es ist ja so, dass vom symptomfreien Verlauf über milde bis mittelschwere Verläufe bis zur Intensivstation und in manchen Fällen auch bis zum Tod die Bandbreite der Intensität einer Covid-19-Infektion sehr, sehr groß ist. Hinzu kommen die Spät- oder Langzeitfolgen, inzwischen unter dem Begriff Long-Covid zusammengefasst und natürlich noch lange nicht ausreichend erforscht. Fakt ist, dass auch hier noch etwas auf uns zukommt, was in seiner endgültigen Dimension vielleicht noch schwer einzuschätzen ist. Im folgenden Film das Porträt einer jungen Frau, nach deren Covid-Erkrankung nichts mehr ist, wie es vorher war. Sarah Kanavin ist wegen Long-Covid seit mehr als einem Jahr auf die Pflege und Unterstützung ihres Partners angewiesen. Pflegegeld bekommt sie nicht. Im Juni 2020, also bevor es einen Impfstoff gab, war die 37-Jährige an Corona erkrankt. Ins Spital musste sie nicht. 6 Monate später kam dann der sogenannte Crash, der bis heute nachwirkt. Mein Leben hat sich vollkommen verändert. Also ich war aktiv, ich habe viel gearbeitet, gern gearbeitet, war wandern, ich war tanzen, war sportlich, bin Fahrrad gefahren, alles Mögliche, und jetzt kann ich nichts mehr. Also ich brauche einen Rollstuhl, ich liege die meiste Zeit des Tages, ich brauche Hilfe bei quasi allem, also ich kann mich nicht selbst versorgen. Ihre Arbeit in der Erwachsenenbildung und im IT-Projektmanagement musste die Wahlwienerin aufgeben. Mir ist schwindlig, ich habe ständig Halsweh, meine Nase läuft ständig, ich habe Gliederschmerzen ständig, also meine Muskeln tun ständig weh, ich sehe unscharf, ich kann eben Licht, laute Geräusche, all diese Sachen schwer aushalten, ich habe Konzentrationsprobleme, manchmal auch Wortfindungsstörungen. Es ist ein riesiges Spektrum. Die Diagnose MECFS. Das chronische Fatigue-Syndrom oder auch myalgische Enzephalomyelitis. Eine unheilbare, nicht psychische Multisystemerkrankung, die sich häufig hinter Long-Covid verbirgt. Seit 1969 ist sie von der WHO anerkannt. Das fühlt sich an, als wäre der Körper total verrückt geworden. Laut österreichischer Gesundheitskasse waren in den vergangenen Monaten rund 15.000 Menschen mit der Diagnose Long-Covid im Krankenstand. Das dürfte aber nur die Spitze des Eisbergs sein. Long-Covid ist in dem Sinne nichts ganz Neues. Es gibt bei vielen Viruserkrankungen einfach Leute, die sich nicht adäquat davon erholen, zumindest nicht sofort, sondern wo es durchaus Monate bis 1-2 Jahre dauern kann.
Und es gibt eben Leute, wo nach einer Virusinfektion dann anhaltend Probleme da sind, ME/CFS, das Chronic Fatigue Syndrome, was auch sehr häufig nach viralen Infekten auftritt. Insgesamt schätzen Ärzte und Ärztinnen, kommen Long-Covid über 4 Wochen nach einer Corona-Erkrankung bei rund 10% aller Genesenen vor. Man muss da sicher verschiedene Untergruppen trennen, Leute, die einen schweren Verlauf hatten und einfach erwartungsgemäß länger brauchen, bis sie sich erholen davon. Was halt für viele Kolleginnen und Kollegen im System neu war, ist diese Tatsache, dass es da sehr viele junge Leute gibt, die prinzipiell einen milden Verlauf haben und die dann nicht erwartungsgemäß relativ schnell wieder belastbar sind, sondern bei teilweise sehr banalen Aktivitäten schon eine massive Verschlechterung des Zustandes erleben. Selbst Fälle von Long-Covid bei leichten Verläufen, Durchbruchsinfektionen oder asymptomatischen Fällen seien bekannt. Experten und Expertinnen warnen auch vor gesundheitlichen Kollateralschäden durch die Corona-Krise in anderen Bereichen. Etliche Krebspatienten und Patientinnen würden etwa nicht gut auf die Impfung ansprechen und dadurch weiter gefährdet sein. Auch abgesagte Krebsvorsorgeuntersuchungen könnten zum Problem werden. Aus Sicht der Onkologie ist die Situation durchaus besorgniserregend, da ja Krebsvorsorgeuntersuchungen und auch Krebsoperationen über einen gewissen Zeitraum, auch wenn nur über wenige Monate, nicht stattgefunden haben oder in geringerem Ausmaß stattgefunden haben. Und daraus können sich natürlich Probleme ergeben, im Sinne, dass zum späteren Zeitpunkt vermehrt fortgeschrittene Krebserkrankungen auftreten werden. Auch nach einem möglichen Ende der Pandemie sei es wichtig, dass die Politik Ärztinnen und Ärzte einbeziehe. Der Wunsch an die Politik wäre, dass man schon vor 20 Jahren begonnen hätte, ME/CFS-Ambulanzen aufzubauen und sich um das Thema zu kümmern, weil dann wären wir jetzt nicht so überrascht von Long-Covid. Das ist jetzt natürlich nicht die Schuld der österreichischen Politik alleine, aber Tatsache ist, es gibt für ME/CFS keine Anlaufstellen. Wir müssen jetzt reagieren, wir sollten nicht mehr zu viel Zeit verlieren, weil die Leute sind jetzt schon da, die sind schon beeinträchtigt und die sind jetzt schon krank. Sarah Kanavin ist selbst aktiv geworden. Die Gesellschaft für ME/CFS, bei der sie Mitglied ist, hat im Nationalrat eine Petition eingebracht. Das Ziel? Bessere Anerkennung, Behandlung sowie Beforschung der Krankheit. Da gibt es oft auch sehr, sehr wenig Wissen drüber und keine Hilfe. Und für ME/CFS gibt es keine einzige Ambulanz in ganz Österreich, keine öffentliche Anlaufstelle, keinen Kassenarzt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, das sehr schnell geändert werden muss, weil das ist eine Erkrankung, wenn die nicht schnell behandelt wird, wird sie schlimmer und es gibt kein Medikament dagegen. Also sonst kann es nicht wieder besser gehen, sondern es wird immer schlimmer. Frau Professor, wenn wir über medizinische Kollateralschäden reden, was gehört denn dann aus Ihrer Sicht da noch dazu? Was ist da tatsächlich zu erwarten? Was kommt auf uns zu? Und was erwarten Sie in diesem Zusammenhang von der Politik ganz konkret? Ja, die Zahlen schwanken ja etwas zu Long-Covid, aber zu zwischen 10% und 30% haben zumindest längere Zeit noch Symptome. Das sind also einerseits die Lungenprobleme, die Herz-Kreislauf-Probleme, die durch Training und Reha-Maßnahmen ganz gut zu beeinflussen sind, aber leider auch die neurologischen Probleme von Konzentrationsschwäche, Brain Fog und Schlimmeres, die nicht so gut therapeutisch durch Reha-Maßnahmen beeinflussbar sind, wo man ein bisschen einfach die Zeit verstreichen lassen muss, manchmal viele, viele Monate. Und dafür müssen wir natürlich in Österreich, aber eigentlich in ganz Europa, spezielle Ambulanzen, Reha-Maßnahmen und so weiter schaffen, um diese Patienten aufzufangen. Allerdings auch hier muss ich leider wieder das Thema Impfen anbringen. Wir wissen, dass die Impfung auch gegen Long-Covid schützt. Also diejenigen, die sich trotz Impfung infizieren, haben ein deutlich geringeres Risiko, nach der Infektion dann an Long-Covid zu erkranken. Und weil Omikron nun leichter verläuft, heißt es nicht, dass es kein Long-Covid geben wird. Wir wissen das noch nicht genau, die Studienlage ist noch nicht klar. Aber aus früheren Varianten weiß man, dass gerade oft mildere Verläufe mit Long-Covid einhergehen. Das sind nicht immer die, die im Krankenhaus landen, sondern auch die ganz normal daheim halt ihren grippalen infektartigen Covid-19 durchmachen, die dann unter Long-Covid leiden können. Weil Sie immer wieder auf das Thema Impfen zurückkommen, möchte ich Sie ganz konkret fragen, diese Maßnahmen, über die wir jetzt vorher so lange und ausführlich debattiert und gestritten haben, erweist man damit nicht eigentlich der Impfbereitschaft einen Bärendienst? Weil warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen, wenn ich weiß, es geht ohne dies alles auf im März?
weil die noch nicht geimpft sind, sich auf jeden Fall vor dem Herbst geimpft sein sollten. Und wir wissen, dass 3 Impfungen notwendig sind. Und wir wissen auch, dass der Abstand zwischen den Impfungen sehr wichtig ist. Wenn der zu kurz ist, ist die Impfung deutlich schlechter. Zu kurz heißt was? 3 Monate wäre zu kurz, oder? Naja, also je länger, je besser. Zwischen der ersten und zweiten Impfung sollte man eher das, was von den Firmen vorgesehen ist, ausreizen. Also 7 Wochen bei BioNTech, Pfizer zum Beispiel. Und bei der dritten Impfung dann gerne auch auf die 6 Monate gehen. Das heißt, die jetzt anfangen und sich dann direkt vor der zu erwartenden Herbstwelle ihre dritte Impfung holen, für die ist zu erwarten, dass es der beste Schutz ist. Nach einer Stimulierung, wenn man die Immunzellen zu schnell wieder stimuliert, und da haben tatsächlich diejenigen, die immer meinen, man soll nicht ständig impfen nacheinander, da haben die völlig recht, die Immunzellen müssen zur Ruhe kommen. Wenn man sie früher stimuliert, dann gehen sie in so eine Art Streik, wenn ich das mal so sagen darf. Also die müssen in Ruhe kommen, aber wenn sie dann ganz zur Ruhe und gereift sind, dann kann man sie wieder stimulieren und dann machen sie die besten Immunantworten. Das heißt, wenn wir diese 6 Monate jetzt einhalten können bis zum Herbst, also ich bin jetzt 3-mal geimpft, ich werde mir keinen 4. Booster holen, obwohl ich schon über 60 bin. Ich werde also dann zusehen, dass ich diese Omikron-Welle noch heil überstehe. Ich bin nämlich noch negativ immer getestet und dann mich im Herbst halt mit dem entsprechenden angepassten Impfstoff, den es bis dahin dann gibt, impfen lassen vor dem Winter. Da sind wir jetzt bei den unterschiedlichen Varianten. Im Moment haben wir es mit Omikron zu tun, mit dem Typ BA1, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es BA2, das jetzt zunehmend sich Bahn bricht. BA3 gibt es auch noch, spielt aber offensichtlich virologisch gesehen keine Rolle, habe ich mir angelesen. Aber reden wir über dieses BA2. Und heute habe ich gelesen, da gibt es jetzt schon wieder einen ganz neuen Subtyp, der H78Y heißt. Heißt, glaube ich, unter all diesen Typen, Subtypen sagt man nach, dass sie noch aggressiver sind, das heißt, dass sie noch ansteckender sind. Was kommt denn da auf uns zu und was bedeutet denn das fürs Impfen? Also aggressiver im Sinne von krankmachender, das ist eher unklar. Neuere Studien aus Südafrika zeigen eigentlich, dass sie nicht pathogener, nicht krankmachender sind, das BA2 im Gegensatz zu BA1. Aber es ist wohl ansteckender und die Inkubationszeit scheint auch etwas kürzer zu sein, was die Ausbreitung natürlich begünstigt, das ist klar. Diese höhere Pathogenität kommt aus Tierversuchen. Da ist das BA2 wohl aggressiver, was die krankmachende Wirkung anbetrifft. Aber das ist bei Menschen bisher nicht bestätigt worden. Insofern, glaube ich, kann man da erstmal ein bisschen Entwarnung geben. Aber das BA2 könnte, das wird immer so propagiert, aber das weiß der Kollege viel besser, vielleicht so ein bisschen das Abfallen, etwas verlangsamen der Welle, wenn da BA2 noch mal so ein bisschen nachschießt, wenn ich das mal so sagen darf. Das wissen wir, dass das eben das Risikomoment ist, was vielleicht die Berechnung auch ein bisschen unsicher macht. Aber Entschuldigung, ich will da nicht in die Expertise des Kollegen reingehen. Aber dann fragen wir gleich. Nein, also wie Sie, aber die Schwierigkeit eben mit diesen vielen Unbekannten zu rechnen. Ich meine, ich weiß schon, dass Sie gewohnt sind, mit Unbekannten zu rechnen und es ist ja Ihr Job und Sie machen das ja hervorragend, aber ist es nicht wahnsinnig? Was kann man eigentlich sozusagen, wie weit kann Modellrechnung eigentlich gehen und was kann sie da leisten im Hinblick auf die Zukunft? Das ist eine gute Frage. Interessanterweise ist das sehr unterschiedlich. Und zum Beispiel bei den Maßnahmensetzungen, das ist irrsinnig schwierig, das rauszurechnen. Also jetzt Geschäfte zu. Dort sind wir relativ gut. Aber ich möchte vielleicht 2 Sachen vorausschicken. Das eine ist genau das, was die Frau Professor angesprochen hat, das schauen wir uns jetzt an. Das heißt, wie funktioniert in Relation mit den aktuellen Varianten die Impfstrategie? Das ist das eine. Und das zweite ist, was mir ganz wichtig ist, einmal auch an dieser Stelle zu sagen, ist, wir rechnen immer für die Bevölkerung. Das heißt, das ist das Tragische für die Menschen. Wir machen nie Aussagen für einzelne Individuen. Es kann dich erwischen, auch wenn du 3-mal geimpft bist. Das muss man einfach auch mal ehrlicherweise sagen. Ich kann mich erinnern, bei unserem allerersten Impfprojekt vor mittlerweile 15 Jahren, da geht es darum, dass du Einzelschicksale hast. Und da ging es um eine Kinderkrankheit und dann hörst du, da sind im Jahr 8 betroffen. Und trotzdem musst du davon unabhängig entscheiden, weil da ist die Frage, wie ist es für die gesamte Bevölkerung? Für die gesamte Bevölkerung, vielleicht um das ganz kurz zu erzählen, also wir haben also ein virtuelles Bevölkerungsmodell, das wir seit über 10 Jahren haben, und in dem
stecken wir sozusagen die bisherige Entwicklung rein. Und wir veröffentlichen jeden Monat sozusagen den Immunitätsstatus. Und die Politik war ja sehr überschwänglich und hat gesagt, die Pandemie ist vorbei für die Geimpften. Und da waren wir schon natürlich skeptisch, weil das hat die Wissenschaft so nie formuliert. Und wir haben aber mit diesem Immunitätsstatus uns angeschaut, dass inklusive der Delta-Welle, also bis im Sommer waren wir noch sehr schlecht immunisiert, waren wir so bei 50% in der Bevölkerung. Also wirklich effektiv gegen Infektion. Und mit der Delta-Welle und mit den Boosterungen im Herbst sind wir dann auf 85% hochgegangen. Und da war im Grunde sozusagen schon einmal der Treibstoff für ein Virus aus. Und dann haben sich alle schon gefreut und haben gesagt, jetzt geht's runter und dann ist alles gut. Und genau dann, und das ist sozusagen das Blöde gewesen, kam sozusagen Omikron. Und Omikron hat uns von diesen 85%, ich rede immer von Schutz gegen Infektion, wieder auf 45% zurückgeworfen. Wir reden da immer von einem aktuellen Schutz, weil der geht auch leider eben über die Zeit verloren, das muss man auch fairerweise sagen. Aber er hat uns sozusagen auf 45% zurückgeworfen. Und dann hat sozusagen der Virus wieder genug Menschen gehabt, wo er hin kann. Und das war diese Omikron-Welle. Und das, was die Frau Professor gesagt hat. Und dann haben wir in der ersten Prognose, und da ändern sich dann Prognosen nicht, weil wir zu blöd zum Rechnen sind, sondern weil sich eben was ändert, haben wir gesagt, BA1 würde Ende Jänner, Anfang Februar runtergehen. Und dann kam, das sieht man jetzt nur nicht, dann kam sozusagen eine zweite Welle. Das ist diese BA2-Welle, das ist ja zweite Subvariante. Und die schiebt uns jetzt da raus und deshalb schiebt es uns bis in März. Aber was man sagen muss ist, wir haben sozusagen beim Schutz gegen Infektion, haben wir leider Gottes so ein Gummiband. Das heißt, da fallen wir immer zurück und das ist dann wieder Ihre Expertise. Da ist auch davon auszugehen und das stimmt auch, da fallen wir immer wieder zurück. Aber, und das ist das Wichtige, Schutz gegen schwere Erkrankung ist im Grunde, ich komme jetzt auf die Mathematik, eine streng monotone Funktion nach oben. Je öfter du Kontakt mit Impfung, mit irgendeiner Virusvariante hast, umso besser wird es. Und da sehen wir im Moment in den Auswertungen, ich bin gleich fertig mit den vielen Zahlen, da sind wir schon bei einem Wert, wo 70% der Menschen aktuell nach ihrem Immunitätsstatus sehr gut gegen Hospitalisierung geschützt sind und 15-20%, je nachdem, wie man die Dunkelziffer ansieht, zumindest teilweise. Das kann man nicht genau sagen, wie viel. Aber, und das ist der Punkt, so 10-15% fehlen uns noch. Und das ist sozusagen die Herausforderung, die Frau Professor auch gesagt hat. Sehr spannend, aber ich sehe schon, das ist wieder heute ein Abend oder eine Nacht, wo ich von meiner Mathematik-Matura wahrscheinlich träumen werde. Frau Professor, die Frage... ja, wir können dann in der Früh telefonieren. Frau Professor, die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen und die mag naiv sein oder vielleicht ungerechtfertigt sein, aber trotzdem ist es die Frage, die sich halt alle stellen im Moment. Können wir oder müssen wir mit einem ähnlichen Szenario wie im Vorjahr auch heuer wieder rechnen im Herbst, dass trotz vielleicht jetzt besserer Vorbereitung, trotz dieses Learnings, das wir aus dem Vorjahr schon hatten, wir wieder sozusagen in die gleiche Situation hineinschlittern, dass wir im Sommer eine gute Situation haben und dann im Herbst einfach eine Variante zum Beispiel daherkommt, mit der wir nicht gerechnet haben und wir dann sozusagen wieder hilflos sind? Also die Herbstwelle, die wird kommen. Das ist nur die Frage, wie hoch sie ist, wie viel Patienten werden schwer erkranken. Die wird kommen, weil das saisonal bedingt ist? Weil das Virus saisonal ist. Genauso sicher wie die Grippe im Januar, Februar im nächsten Jahr kommt, so kommt offensichtlich Omikron etwas früher, hat dann im November sein Hauptgeschehen. Das wird wieder kommen. Wie hoch die Welle ist, welche Variante das ist und wie viele Menschen da krank werden, kann momentan keiner sagen. Aber was man sagen kann, ist, wenn wir die Immunitätslücke in den vulnerablen Gruppen jetzt schließen über den Sommer, dann werden wir viel besser durch diese Welle kommen. Das können wir sagen. Ich möchte wieder zur Politik kommen und möchte beim Thema Impfpflicht anknüpfen. Wir haben viel über das Impfen geredet, aber noch wenig über die Impfpflicht heute. Ich weiß, wenn man diese Büchse der Pandora jetzt aufmacht, dann werden wir wahrscheinlich mit der noch verbleibenden Sendezeit nicht auskommen, aber es ist ja trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Wer von Ihnen geht denn davon aus eigentlich, dass die Impfpflicht überhaupt so, wie sie geplant war, umgesetzt wird, ganz konkret? Wie ist die Einschätzung da, dass ab Mitte März tatsächlich gestraft wird? Entscheiden die vier Mitglieder, die ja jetzt auch bekannt sind, dieser Evaluierungskommission letztlich, ob dann ausgesetzt wird oder nicht ausgesetzt wird zum Beispiel? Da würde ich gerne jetzt Ihre Meinungen bzw. auch Ihre Ideen hören. Ich kann gerne anfangen, ich mache es kurz, damit wir alle noch drankommen. Das Gesetz, so wie es
bei uns vorliegt, ist, ich möchte das, diesen Vergleich auch strapazieren, den Werkzeugkoffer. Das heißt, es gibt unterschiedliche Module und es gibt selbst, geht selbstverständlich darum, wann ist was verhältnismäßig, verfassungsrechtlich noch in Ordnung, welche neuen Entwicklungen gibt es neue Impfstoffe, gibt es neue Mutationen, das alles muss einbezogen werden. Und die Kommission gibt es, genau aus diesem Grund, und daran wird sich die Politik natürlich orientieren, um genau diese Fakten zu beurteilen. Und das ist das Gesetz, das als eines der modernsten gilt. Die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler hat es so gesagt, weil es eben ein größtmögliches Maß an Flexibilität ermöglicht. Und ausschlaggebend ist selbstverständlich das, was zum jeweiligen Zeitpunkt die Expertinnen und Experten beurteilen. Mhm. Deshalb auch die Aufteilung Juristinnen, Ärztinnen und eine klare Entscheidung, was ist wann verhältnismäßig und verfassungsrechtlich möglich und was führt zu dem Ziel, das die Frau Professor angesprochen hat, nämlich eine möglichst hohe Durchimpfungsrate für den Herbst zu erzielen. Und die Politik wird sich dann an diese Vorgaben dieser Kommission halten oder wird nach einer, wie wir das heute schon einmal gehört haben, wie es formuliert worden ist, von Popper internen Logik irgendwie handeln? So habe ich den Bundeskanzler verstanden und auch den Gesundheitsminister. Okay, aber ist es nicht eine Überforderung letztlich auch dieser zwei, auch wenn das sehr hochkarätige Medizinerinnen und Juristinnen sind und Juristen, dass man ihnen sozusagen dieses das aufbürdet eigentlich? Ja, wir sprechen jetzt seit gut 24 Monaten, seitdem diese Pandemie greifbar ist hier in Österreich, sprechen wir auch immer davon, dass wir eben viel mehr auf die Wissenschaft, auf die Expertinnen und Experten hören sollen, dass wir uns diese Expertise zu eigen machen sollen, dass ja unsere Entscheidungen evidenzbasiert sein sollen. Da bin ja ich auch einer, der immer da sozusagen ein bisschen die Fahne dafür eben nach vorne hält und sagt, hey, das ist die Grundlage unserer Entscheidungen, insbesondere dann, wenn es eben so derartig umstrittene Entscheidungen sind. Dass das natürlich kein einfacher Job ist, keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber genau in der Verhandlung zwischen den Parteien, mit den Sozialpartnern, mit den ganzen Stakeholdern, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, also mit allen, die ja da in dieser Phase des Aushandelns, des Verhandelns, des Entstehens dieses Gesetzes ja beteiligt waren, haben wir uns eben auch darauf verständigt, dass wir genau diese Expertise, wenn es um die Frage der Verhältnismäßigkeit geht, wenn es eben um diese umstrittene Frage der Impfpflicht geht, dass wir uns diese Expertise ja sehr bewusst abholen. Und ich glaube, die vier Personen sind alles miteinander Hochkaräter und Hochkaräterinnen, wenn es dieses Wort so gibt. Und die können das und die sind sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Die machen das meines Wissens noch auch sehr gerne. Die machen das sicherlich gut und die werden uns hoffentlich auch dementsprechende Anleitung eben auch geben, wie wir mit dem Werkzeugkoffer, um dieses Bild eben nur mehr zu verwenden, eben daran eben auch umgehen werden. Wichtig ist mir in der ganzen Sache aber auch, dass wir ja genau auf diese Expertise ja immer auch hingearbeitet haben. Also wir haben ja auch dieses Gesetz irrsinnig flexibel gestaltet, Gabi Schwarz hat es eh schon erläutert, und diese Flexibilität einfach auch dafür eben in dieses Gesetz hineingegossen, um eben optimal für den Herbst, für den Winter vorbereitet zu sein, um eben wirklich also auch neueste Entwicklungen, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, alles das, was eben vielleicht auch die Unwägbarkeit ist, die sich in den nächsten Wochen und Monaten auch immer wieder ergibt, dass wir die eben dann auch dementsprechend eben auch abbilden können bei der Umsetzung der Impfpflicht. Mhm. Womit rechnet denn die Opposition, Herr Kucher und Herr Angerer, wird gestraft ab Mitte März oder nicht, Ihrer Einschätzung nach? Ich kann es kurz machen, das muss eine Entscheidung sein, die verfassungsrechtlich, medizinisch durch diese Monitoring-Kommission auch bestimmt wird und wo es diese Vorgaben gibt. Das war eine Grundbedingung für uns, weil wir gesagt haben, keinen Tag länger als unbedingt notwendig. Und ich möchte vielleicht nur, Herr Groß, erlauben Sie mir, weil das wirklich mir auch nahegegangen ist und das sollte vielleicht auch eine Botschaft an uns alle sein, die junge Dame hier im Beitrag, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, dass sie in Wahrheit betteln muss, dass die Politik sie unterstützt und sich ihres Schicksals auch annimmt. Ich glaube, da müssen wir alle miteinander wirklich Lösungen finden, dass wir im Bereich Long-Covid wirklich zumindest die finanzielle Situation schaffen, dass man so schnell wie möglich helfen kann. Forschungsaufträge gehören dazu, aber vor allem ausreichende Therapieangebote. Und das Schlimme ist, was hier vielleicht nicht vorkommen ist, es geht ja auch um die Absicherung der Existenzen. Ja. Da gibt es Menschen, die inzwischen finanziell vor dem Nichts stehen, die den Job verlieren. Da müssen wir wirklich so schnell wie möglich helfen, miteinander auch parteiübergreifend. Vielleicht könnte man ja das Geld aus der Impflotterie zum Beispiel auch dafür verwenden. Da noch ein kurzes Wort dazu, weil da hat der Philipp Kucher natürlich 100% recht. Wir haben hier eine Problematik, die uns die nächsten Jahre dementsprechend beschäftigen wird. Nicht umsonst hat sich auch der Oberste Sanitätsrat mit einer eigenen Arbeitsgruppe mit diesem Thema beschäftigt. Und was vielleicht da wichtig ist,
Wir haben auch hier endlich die selbst betroffenen Personen mit eingebunden. Also es sind eben auch Vertreterinnen und Vertreter, die eben selbst entweder an MECFS oder eben an Long-Covid erkrankt sind, eben auch hier mit eingebunden. Es ist der Hauptverband mit eingebunden. Wir müssen hier aber schauen, und da bin ich wiederum, ich glaube, das eint uns dann wiederum, wo wir dann auch sagen müssen, wir müssen hier als Politik darauf achten, dass die schnell uns etwas liefern und dass wir eben auch hier schnell ins Doing kommen, sowohl was die Reha anbelangt oder die Reha-Angebote anbelangt, als auch, auch darüber hinaus eben auch in der Prävention. Und da sind wir eh dann sofort wieder beim Impfen. Okay, also da gibt es einen Common Sense sozusagen quer über die Parteien hinweg, nehme ich an, Herr Anger auch. Aber zurück zur Impfpflicht wieder. Ja. Also unabhängig davon, dass wir ganz klar gegen dieses Gesetz sind und natürlich auch dieses Gesetz bis soweit es geht bekämpfen werden, ist es für mich ein Beispiel einer politischen Selbstaufgabe. Das ist ein Musterbeispiel für politische Selbstaufgabe, weil wenn ich etwas beschließe, ich bin jetzt seit 19 Jahren Bürgermeister, wenn ich jetzt in meinem Gemeinderat etwas beschließe und dann die Woche drauf frage ich die vier Dorfweisen, ob das jetzt gescheit war, was ich beschlossen habe, dann bin ich nicht 19 Jahre lang Bürgermeister. Also jetzt beschließt man ein Gesetz, von dem man offensichtlich nicht überzeugt ist, dass es sinnvoll ist zu dem Zeitpunkt und überhaupt gescheit ist und ob es verfassungsrechtlich überhaupt hält, und setzt dann gleich noch vier Experten als Feigenblatt hin, die dann entscheiden müssen, was sich eine Regierung nicht entscheiden traut. Also da sollten die Regierungsmitglieder ihre Schreibtische räumen. Wir setzen gleich eine Expertenregierung ein und die Experten sollen auch gleich die Politik machen. Also so kann man ja nicht Gesetze machen und Gesetze umsetzen. Also wie soll denn das funktionieren? Und wenn ich es nur jetzt der Frau von Laar zugehört habe, ich bin kein Virologe und will mich da überhaupt nicht einmischen, aber jetzt ist März, sagen wir Ende Februar, Anfang März. Und die nächste Welle wird im Herbst kommen. Jetzt zwingen wir per Gesetz Menschen, sich impfen zu lassen. Oder Herr Popper, wo die Frau von Laar auch gesagt hat, dass wir wissen, dieser Impfstoff verliert nach einer gewissen Zeit die Wirkung. Es wird einfach, ich sage mal, nicht nachvollziehbar werden Fristen festgesetzt, wann dieser Impfstatus für Personen abläuft. Und dann müssen die sich wieder impfen lassen. Und deshalb wird dieses Impfgesetz auch in der Bevölkerung nicht ankommen. Die Leute werden sich nicht impfen lassen. Man wird damit das nicht erreichen, was man erreichen will. Viel gescheiter wäre es, die Leute vernünftig zu informieren, aufklären und zu sagen, dann zu dem Zeitpunkt wäre es sinnvoll, wenn du dich impfen lassen würdest, du würdest dich selbst schützen und der sich impfen lassen will, würde sich dann auch impfen. Vielleicht ganz kurz, weil Sie beide jetzt etwas skeptisch reingeschaut haben und den Kopf geschüttelt haben, Frau Professor. Also ich gebe zu, dass der 15. März vielleicht früh gerechnet ist, aber wenn wir rechnen, zwei Impfungen hintereinander sind knapp zwei Monate um, plus die sechs Monate für die dritte Impfung sind wir im November. Das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten Wochen, müssen die Leute anfangen, die noch nicht geimpft sind, sich ihre ersten beiden Impfungen im Abstand von 7 Wochen abzuholen, damit sie sich vor dem Herbst die dritte Impfung kriegen und dann erst haben sie den kompletten Schutz. Diese Impfung braucht 3 Impfungen, um eine Basisimmunisierung abzuschließen und die muss man jetzt beginnen. Mhm. Herr Popper. Also ganz kurz dazu noch. Ja, genau das berechnen wir auch gerade, auch gemeinsam im Forschungsprojekt mit dem Gesundheitsministerium. Das war die Zusammenfassung, wir werden das auch publizieren. Also deshalb verstehe ich sozusagen den Aspekt nicht ganz. Was mir noch wichtig ist zu sagen ist, ich bin völlig bei Ihnen. Also ich bin nicht bei Ihnen, weil es kann eben nicht sein, dass die vier Dorfweisen entscheiden. Und das ist auch nicht das Ziel. Ich finde das ziemlich cool und ich werde gefragt, warum tun wir uns das denn an? Ja, ich meine, ich mache das gerne, ich leide auch nicht drunter, aber warum gibt man sich in die Öffentlichkeit so wie hierher, warum versucht man zu beraten? Weil wir neue Prozesse schaffen wollen, dass wir Evidenz liefern, aber die Politik muss entscheiden. Wir fordern von der Politik zum Beispiel, dass man klarere Regeln hat, dass diese Regeln, wenn sie mal beschlossen werden, auch gemacht werden, also Thema Testen in manchen Bundesländern oder, also ich will jetzt gar nicht den Ring. Also das ist Klarheit und Konsequenz dieser Dinge, dass man Ziele definiert, wo wollen wir hin im Herbst, und dass wir dann gemeinsam auch sagen, wir sind vorbereitet, machen das auch und sind dann nicht überrascht und sagen, das haben wir so nicht gewusst. Aber es darf nicht sein, dass die Wissenschaft irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern wir liefern die Grundlagen und die Politik muss dann entscheiden. Wir brauchen da bessere Daten und wir brauchen bessere Prozesse noch. Okay. Vielleicht einen Satz noch, weil der Kollege Angerer diesen Vergleich mit seinem Gemeinderat getroffen hat. Also
ich bin selber Vizebürgermeister einer kleinen Gemeinde und möchte schon auch nur anführen, ein Flächenwidmungsplan in meiner Gemeinde, dafür brauche ich keine vier Weisen, aber vielleicht ist ab und zu nicht schlecht, wenn man sich für ein Gesetz, wo es wirklich um die Grundrechte von uns allen miteinander geht, dass man sich hier Expertise holt. Ich glaube, da bricht niemanden von uns der Zacken aus der Krone, das dass immer eben genau. Aber okay. Bevor ich Widmungsplan wären Raumplanerinnen auch ganz praktisch. Okay. Aber okay. Auf die hören jetzt, ja die Bürgermeister jetzt, oftmals. Jetzt driften wir ab. Ich möchte zurückkommen noch einmal zu unserem ureigensten Thema und Frau Professor, Sie noch etwas fragen, was wir heute gar nicht angesprochen haben, nämlich noch das Thema Testen. Wie soll es denn da weitergehen? Österreich ist ja stolz drauf, oder die Österreicherinnen und Österreicher, dass wir Test-Weltmeister oder zumindest Europameister sind, da ganz weit vorne liegen. Auch da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wie sinnvoll das überhaupt ist, beziehungsweise wie es mit den Testen weitergehen soll. Tests werden nicht auf Dauer gratis sein, das ist schon klar. Sollen dann aber alle dafür zahlen? Sollen alle gleich viel dafür zahlen? Was ist denn da Ihr Zugang? Ich denke, das ist am Ende eine politische Entscheidung. Ich persönlich finde es, wenn man zahlen muss für den Test, wird es natürlich eine soziale Schieflage geben. Dann kann sich die Mindestsicherungsempfängerfamilie nicht leisten, sich zu testen, bevor sie zu Oma fahren, während die wohlhabende Familie sich das leisten kann, sich zu testen, bevor sie zu der Oma fahren. Also das fände ich, ich fände eine gewisse Zahl von Testungen pro Person im Monat umsonst, um für solche Anlässe sich zu testen, fände ich gerecht. Aber diese permanente Testerei, sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber die Zahl der Testungen wird sicherlich einfach automatisch sinken, wenn die Inzidenzen sinken. Da braucht man gar nicht groß, glaube ich, dran rumzuschrauben. Und wenn man sich überlegt, wie viele umsonst sind, dann sollte man das einfach an einer Anzahl pro Monat, die Sinn macht, um die Oma zu besuchen oder was auch immer, oder jemanden im Krankenhaus zu besuchen, dann festmachen, dass die umsonst sind. Und dass Ungeimpfte mehr bezahlen sollen für die Tests? Also ich habe gehört, der logistische Aufwand, das durchzusetzen, ist teurer als die Einnahmen. Das würde schon mal dagegen sprechen. Aber auch das ist wieder eine politische Entscheidung. Okay, dann sind wir fast am Ende unserer Sendung. Eine Schlussrunde möchte ich noch gerne mit den politischen Vertretern hier auf dem Podium machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle einmal bei unseren beiden Experten, Frau Professor von La, ich sage immer von La, aus welchem Grund auch immer. Von La ist aber korrekt. Ich höre auf alles. Ja. Sie sind Kummer gewöhnt diesbezüglich, höre ich heraus. Und Nike Popper, vielen herzlichen Dank für Ihre Expertise und für diese lebendige Diskussion auch Ihrerseits. Ich möchte zum Schluss, wir sind eine politische Sendung, zurückkommen auf ein ganz anderes Thema, das aber natürlich in einem ursächlichen Zusammenhang auch mit der Pandemie und dem Pandemiemanagement steht. Stichwort Neuwahlen, weil es heute auch schon einmal gefallen ist. Das geistert herum in den Medien. Natürlich ist das ein spannendes Thema, die Spekulation darüber, ob es Neuwahlen geben wird oder kann. Ich habe herausgehört von Ihnen, Herr Angerer, Sie wollen unbedingt Neuwahlen. Warum? Weil diese Regierung aus ihrer Sackgasse nicht herauskommt. Also sie haben sie in eine Sackgasse manövriert, aus der sie einfach nicht mehr herauskommen. Es geht auch in dieser Regierung nichts mehr weiter. Das Pandemie-Management der letzten zwei Jahre war eine Katastrophe. Von einem Chaos zum nächsten. Wenn ich mir jetzt die Impflotterie anschaue oder eben das Gesetz für die Impfpflicht. Also man soll sich vielleicht vorher überlegen, bevor man was macht, weil Sie vorher angesprochen haben, der Bürgermeister in der Gemeinde, der etwas widmet. Also wir überlegen uns vorher, ob wir etwas widmen und dann fassen wir den Beschluss. Also ich würde mir wünschen, die Regierung würde außer handeln. Aber sie können es nicht. Und das haben sie bewiesen, haben sie unter Beweis gestellt. Und dass auch die Bevölkerung hier wieder rauskommt und dass wir aus dieser Sackgasse rauskommen, wird kein Weg an neue Wahlen vorbeiführen. Herr Kucher, wie schaut es denn da bei Ihnen aus? Man hat den Eindruck, Ihre Vorsitzende, die macht sich auch schon schlau, wie man einen erfolgreichen Wahlkampf führt, wenn man sich ihre Reisetätigkeit in Richtung Berlin zum Beispiel vor Augen führt. Sie tauscht sich zuallererst einmal mit deutschen Gesundheitsexperten und dem deutschen Gesundheitsminister aus und diskutiert auch über erfolgreiches Krisenmanagement, was ja, glaube ich, auch kein Nachteil ist in der aktuellen Situation. Ich muss sagen, es ist leider der Zustand, vor dem wir stehen. Ich habe heute lange auch mit Menschen geredet, die in der Pflege zum Beispiel arbeiten. Da hat sich die letzten zwei Jahre nichts getan. Wir haben heute über die Fehler im Krisenmanagement rund um Corona gesprochen. Wir reden gar nicht über die Teuerungswelle, wo die Regierung leider auch nichts auf die Reihe bringt. Und ich kann mich persönlich nicht erinnern, dass jemals eine Bundesregierung in einer Krisensituation so schwach unterwegs war. Und deswegen ist wahrscheinlich der einzige Ausweg wirklich hier, dass die Bevölkerung auch das Recht wieder bekommt, ganz offen zu sagen, wie das Krisenmanagement beurteilt wird, und deswegen ist wahrscheinlich die Neuwahl
der beste Weg auch für Österreich. Die Regierung beweist leider jeden Tag, dass sie selbst einfachste Gesetze nicht auf die Reihe bringt, dass sie wirklich überfordert ist. Wenn man sich jetzt an diese Energiekostensenkung und die Prämie erinnern, in Wahrheit, wenn es nicht so tragisch wäre, kann man über gewisse Entwicklungen nur noch lachen. Und deswegen ist es notwendig, hier, glaube ich, auch einen klaren Schnitt zu setzen. Mhm. Herr Schallmeiner. Ja, ein bisschen, das kommt mir immer so, dieses Credo gehört einfach zum Handwerk der Opposition halt eben dazu, dass man halt beständig neue Wahlen oder eine Neuaufstellung oder was auch immer einfordert. Und ich finde es auch immer recht spannend, wenn ich insbesondere vom Kollegen Angerer höre, dass wir ja sowieso nichts weiterbringen. Und auf der anderen Seite wird dann Gift und Galle in den Plenarsitzungen über die ganzen erfolgreich eingebrachten Gesetzesinitiativen und Gesetzesänderungen, angefangen von der ökosozialen Steuerreform bis hin zu einem Umdenken, also generell in der Klimapolitik eben dann gespuckt, insbesondere von der FPÖ. Also dann kommt mir das ein bisschen so vor wie Schrödingers Politik. Ja. Es gibt sie und es gibt sie nicht. Also von daher, ich glaube, wir haben jetzt nicht nur die Pandemie zu managen, sondern wir haben aus meiner Sicht ja noch eine zweite und aus meiner Sicht fast ein bisschen die größere Herausforderung immer noch zu managen, und das ist die Klimakrise. Da haben wir erste, wie ich finde, gute Projekte auf den Weg gebracht, Klimaticket, Bahnausbau, aber natürlich eben auch ökosoziale Steuerreform. Da gibt es aber noch das eine oder andere. Und wenn man sich heute halt überlegt, angeblich funktioniert ja die Koalition überhaupt nicht, zumindest wenn ich den beiden Kollegen der Opposition so zuhöre. Naja, komischerweise haben wir heute durchaus komplexes neues Parteienfinanzierungsgesetz auf den Weg gebracht, eben indem wir auf die Opposition zugegangen sind und unsere Vorschläge gebracht haben, das übrigens sehr wohlwollend eben von eigentlich allen Oppositionsparteien auch angenommen wurde, dann denke ich mir, so schlecht dürfte es dann doch nicht um unsere Koalition stehen. Also ich glaube, es war vom ersten Tag an diese Koalition auch auf Inhalte ausgerichtet, darauf ausgerichtet zu arbeiten, durchaus auch dort, wo es Unterschiede gibt, diese Unterschiede auch zu leben. Und das tun wir immer noch und ich glaube, wir sind ganz erfolgreich damit und wir werden auch weiter damit sein, also damit arbeiten. Von daher, ja, es gehört halt zum Oppositionshandwerk dazu, ständig neue Wahlen zu fordern, aber ich sehe sie momentan nicht. Okay, man muss dazu sagen, dass Sie ja schon allein deshalb auch kein großes Interesse daran haben könnten, weil Sie miteinander ja im Moment nach den derzeitigen Umfragen auch keine Mehrheit mehr hätten. Das heißt, es würde ja allenfalls dann mit anderen Partnern nur mehr funktionieren, dass die Grünen in der Regierung wären. Aber Frau Schwarz, es gibt ja durchaus auch die These, dass Teile zumindest der ÖVP sehr wohl interessiert wären an Neuwahlen, wenn man etwa in die Bundesländer schaut. Niederösterreich, Salzburg und Tirol wählen nächstes Jahr im Frühjahr und da hat man wenig Interesse natürlich jetzt möglicherweise aus dem U-Ausschuss ständig irgendwie Querschüsse zu bekommen. Negative Schlagzeilen die ÖVP betreffend. Ist da etwas dran, dass der Druck aus den Bundesländern in Richtung Neuwahlen hier durchaus vorhanden ist? Ich versuche es kurz zu machen, wir sind schon 7 Minuten über der Zeit und als alte Journalistin habe ich immer die Uhr. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ich sage Ihnen ganz einfach, ich bleibe dabei mit meinem Optimismus und der Tatsache, dass ich das Regierungsprogramm, das wir vereinbart haben, das ich auch mitverhandelt habe, vor Augen habe. Ich gehe voll des Optimismus in die nächsten Monate und Jahre. Ich gehe davon aus, dass die Koalition hält. Wir haben viel vor. Einiges hat der Kollege Schallmeiner schon angesprochen, was wir verwirklicht haben. Aber das wird uns nicht daran hindern, auch die restlichen Dinge abzuarbeiten. Und ich hege da keinen Zweifel daran, dass wir alle miteinander guten Willens sind, das auch zu machen. Also Niederösterreich, Tirol und Salzburg wählen vor dem Bund? Davon gehe ich aus. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese Diskussion, meine Damen und Herren. Bei Ihnen bedanke ich mich wie immer für Ihr Interesse und fürs Dranbleiben. Bleiben Sie auch gesund. Bis zum nächsten Mal in einem Monat. Auf Wiedersehen. Thank you.
Thank you.